Energie Cottbus im Angriff über die starke linke Seite. Die starke linke Seite. Da ist jetzt Schalthauer da. Schalthauer steht am 16er. Schalthauer spielt. Da steht Kruse. Geißler. Genau, und dann starte ich einfach mal in den zweiten Energie FM Podcast. Neben mir hat wieder der Frank Platz genommen und neben uns, Frank, noch eine andere Person. Ich möchte dich erstmal wieder willkommen heißen. Ja, hat mir beim letzten Mal viel Spaß gemacht. Ich denke dir auch. Und ja, willkommen. Und Frank, erzähl doch mal, was hat sich denn so geändert? Wir haben ja letztes Mal noch bei mir im Kinderzimmer aufgenommen. Jetzt haben wir uns ein bisschen, ja, ich will mal sagen, weiterentwickelt. Also auch wir sind aufgestiegen von der Regionalliga in die dritte Liga, weil wir sind nämlich schon in der Geschäftsstelle des FC Energie Cottbus. Und wir haben heute, ja, wenn man unter Duden nachschlägt und Spaß guckt, da ist, glaube ich, ein Bild von unserem heutigen Studiogast da, und zwar Benny. Benny, hallo und herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Selbstverständlich, danke für die Einladung. Und wir werden ein bisschen fachsimpeln die nächste Zeit. Es geht darum, wie kommst du zu Energie Cottbus? Was hast du vorher gemacht? Was wirst du später einmal machen? Keine Ahnung, aber fachsimpeln mit mir, da bin ich ja sehr gespannt. Das ist auch für mich ein Experiment heute. Ja, also ich muss dazu ehrlich sagen, wir hatten ja schon einen Podcast mit Nico gemacht und hatten dann auch schon ein bisschen Feedback. Das ging dann vom sehr gut Bestammtischgelaber, ja. Aber selbst das nehme ich mal als Positives mit. Und ja, dann wollen wir gleich mal anfangen. Du bist seit 2011 Stadionsprecher. Nee, 2010, 2011, die Saison. 2010, 2011 habe ich angefangen, genau. Genau, richtig. Wie kam es dazu? Ich weiß, der Stadionsprecher davor, Carsten Pitschicker, hat das, glaube ich, nicht so semi-pro gemacht. Nee, wie hieß der? Heiko Klaasen. Heiko Klaasen. Wie komme ich auf Carsten Pitschicker? Ich habe keine Ahnung. Ach, das passiert. Du, das ist... Also war ja Ronny Gersch lange Zeit Stadionsprecher, klar. Danach ist ja Ronny mit Felix oder zu Felix Magath dann gewechselt auf Schalke. Und dann hat man hier einen Stadionsprecher gesucht. Und der damalige Geschäftsführer, der Herr Duschka, der hat dann ein paar angesprochen bzw. angeschrieben, die in der Stadt irgendwas vielleicht mit Energie und mit Medien zu tun haben. Und ich habe zu der Zeit bei Radio Cottbus gearbeitet und habe dort ja auch schon die Energieshow quasi gemacht mit Ronny Gersch zusammen und war Blindenreporter bei Energie Cottbus seit 2006. Und da hat man mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich gesagt, okay, das sind riesen Fußstapfen, die Ronny Gersch da hinterlässt. Das ist klar, damit bin ich ja auch aufgewachsen. Habe dann gesagt, dass man das Konzept jetzt nicht großartig verändern sollte. Also man braucht ja die Stadionsprecher nicht neu erfinden, nur weil der wechselt, aber eine persönliche Note ist klar. Aber am Ende hat man sich gegen mich entschieden. Aber nicht lange, wenn ich das nicht richtig nicht lange, in Erinnerung sieben Spiele, habe, ne? Glaube ich, hat Heiko Klaasen gemacht. Und danach wurde Norman Kote Geschäftsführer, der schon in der Geschäftsstelle gearbeitet hat. Und ich habe ihn zu diesem Posten beglückwünscht und habe gesagt, falls du da nochmal Handlungsbedarf siehst auf dem Posten des Stadionsprechers, ich würde es mal probieren. Und da haben wir es dann beim Pieplitzer Abschiedsspiel vor 16.500 probiert, zusammen mit Fabian Schüler. Wir waren ja dann zu zweit, was auch wieder schön war. War die Last ein bisschen verteilt und der Druck ein bisschen runter, aber das war dann das erste Spiel. Deswegen machen wir den Podcast auch zu zweit, damit wir den Druck selber ein bisschen nehmen. Naja, ist manchmal so. Nee, also ich kann mich dran erinnern, gut, das wusste ich jetzt gar nicht mehr, dass du in die Fußstapfen von Heiko Klaasen getreten bist. Den kannten viele ja damals, oder ich glaube, der macht immer noch, glaube ich, in der Sportschau oder in den Tagesteam diese Berichte. Aber Frank hat es gesagt, das war eher so semi-gut. Ja. Also ich glaube, ich kann mich an das erste Spiel erinnern. Ich glaube, er konnte einfach den Vornamen von Schau nicht aussprechen. Jai Schau, glaube ich. Und er hat einfach gesagt, und unsere 20, der Chinese, Schau. Ja, und hat die Fans nicht, gar nicht sagen lassen. So. Ist natürlich die Aufregung, die da. Also da muss ich für den Kollegen mal eine Lanze brechen. Da stehst du da unten, hast irgendwie 17.000, 18.000 da im Stadion zu den Liga-Zeiten, die wir da hatten, sich da unten hinzustellen. Und er hat wahrscheinlich noch weniger Verbindung zum Verein als ich. Er war, glaube ich, Berliner oder Potsdamer, möchte mich jetzt nicht festlegen. Aber die Entscheidung des Vereins damals, also ich kann die verstehen. Er hat aber auf der Seite ich war 25, habe bei Radio Cottbus gearbeitet und er 35 und das beim ZDF, ARD, RBB, keine Ahnung. Ich hätte mich auch für den Herrn Klaasen erstmal entschieden. Dass es dann irgendwann nicht funktioniert hat, wurde ja von den Fans auch nicht angenommen, das kann man ja so offen sagen, das war ja nachlesbar, hat die Situation für mich auch nicht einfacher gemacht, weil du dachtest, okay, wir sind in Zeiten der Pinnwand von Energie, der Foren, die dort ja noch rege besucht waren. Also man
ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, liefert sich ja dann auch kurz mal ein bisschen aus und sagt, okay, ich gehe den Schritt, ich probiere es, aber man kann da natürlich auch vernichtet werden. Naja, oder ist halt so, ne? Das ist halt eine persönliche Sache und persönliches Empfinden. Ich glaube, auf der Pinnwand, da bist du aktiv, Frank, mit Energie FM. Ich glaube, da kannst du was dazu sagen, wie das da so abläuft, weil ich kenne mich auf der Pinnwand gar nicht aus. Es gab damals noch dieses Forum, wir hatten doch noch auf energie.de gab es doch dieses Forum, genau, wo dann auch immer die Stadionsprecher bis Pressesprecher also offiziell, genau. Da gab es ja zig Rubriken, ich glaube die Mannschaftsteile, jeder einzelne Spieler konnte man was zu sagen, alles auch zum Stadionsprecher natürlich. Richtig. Ist dann ein bisschen abgeschaltet worden, hat aber andere Gründe. Aber schön, seit also Saison 2010, 2011, ja. Das heißt, du gehst jetzt in das 9. Jahr. Ja. Und da ich hoffe, ein bisschen Gänsehaut, habe ich nicht gedacht damals. Ist wirklich wahr, hier. Und ich hoffe, das Ende ist noch nicht abzusehen. Also das Ende ist aus meinem oder für mich nicht abzusehen. Klar, selbst wenn wir irgendwann in der Kreisliga spielen sollten, was wir natürlich nie machen werden. Aber einmal Energie, immer Energie. Das ist einfach so, ob erste Liga, ob fünfte Liga oder was weiß ich, Villiger neu beginnt irgendwann, keiner weiß es. Also von mir aus kann es immer weitergehen. Nur ist es natürlich auch schwierig, durch die Position, die ich ja jetzt im Verein habe, dass ich im Marketing mitarbeiten darf, was sehr viel Spaß macht, man sich da aber natürlich auch mal mit Sponsoren und Partnern treffen muss, auch während oder muss, will, weil so ein Spieltag natürlich die beste Kommunikationsplattform da ist, um Unterstützer des Vereins zu treffen. Möglicherweise gibt es vielleicht mal eine Doppellösung wieder, steige ich dann halt bei der Aufstellung ein und bin dann das komplette Spiel da. Und danach halt relativ schnell wieder raus. Aber also prinzipiell steht es nicht zur Debatte, dass irgendwie einer sagt, du, das kannst du ja auch nicht mehr machen, wa? Die Leute, das ist ja auch langweilig immer, was du machst. Nee, also das habe ich bloß gut noch nicht gehört, weder intern noch extern. Du hast uns eigentlich die zweite Frage schon vorweggenommen. Und zwar, du hast es schon angesprochen, seit September 2018 bist du auch in der Geschäftsstelle tätig. Ja. Du hast es schon angerissen, Marketing. Was ist dein richtiges Aufgabengebiet und welche Aufgaben kommen auf dich dazu? Also Marketing ist natürlich ein breit gefächertes Spektrum. Für viele ist Marketing im Verein einfach immer nur Sponsoring, also Geld heranholen. Das ist es aber, weiß Gott, nicht. Da geht es auch um Außenwirkung, da geht es um Digitalisierung, also den Verein auch mal ein bisschen innovativ nach vorne zu bringen, das Image zu stärken in der Region, beziehungsweise vielleicht das Image auch zu verändern, mal eine andere Richtung. Mit einem Podcast zum Beispiel. Zu reden im Podcast, ja, das ist 2.0, ja, naja, es ist einfach so, wenn ich meinen Eltern sage, du, ich zeichne heute einen Podcast auf, okay, ja, verletz dich nicht. Also die haben da jetzt nicht so einen Plan, aber das sind ja die Fans von morgen, die jetzt den Podcast hören und die Jugendlichen, die dann auch ins Stadion kommen sollen und wollen. Solche Sachen natürlich vorantreiben, ja. Social Media, jetzt nicht die ganzen Posts, weil mich viele auch fragen, postest du jetzt die ganzen Fotos auf Instagram oder Facebook oder whatever. Das ist es nicht, das macht weiter Stefan Scharfenberg-Hesch, der Medienkoordinator und Pressesprecher ist. Aber ja, dass man da mal ein bisschen rüberschaut und schaut, welches Image holen wir uns damit oder wo sind da vielleicht irgendwelche Risiken, die wir eingehen, wenn wir jetzt das posten oder das machen. Da muss man schon aufpassen. Ne? Also das sind ja auch die Meinungen, das sind ja nach oben hin offen, wie man sich da äußern kann. Und das sind Sachen dann, Vermarktung der Online-Inhalte, also auch Torposts oder so Sachen, da haben wir jetzt einen Partner mit den Spreewelten gehabt, die den, oder haben wir noch, die jetzt bis Ende der Saison erstmal den Torpost vermarkten, was halt Werbeplattformen sind, die uns ja eigentlich nichts kosten, wir aber damit Partner ziehen können und den Verein unterstützen können, ne? Und da hast du quasi deine Hände mit drin mit den Gesprächen mit den Spreewelten jetzt beispielsweise. Nur. Oder du hast es ja. Nur. Ja, nein, da fährt man hin und schaut, wie könnte was passen. Das ist ein junges Unternehmen, die Spreewelten will jetzt keine Werbung machen. Ja, also ist, das ist eine unbezahlte Werbeplattform. Komm vorbei. die ja völlig neu aufgestellt sind. Die haben ja alles dort völlig neu gemacht. Ja. Und bin ich dann einfach mal hingefahren und habe gefragt. Und das ist ein ähnliches Unternehmen wie Energie Cottbus. Das ist sehr, sehr familiär dort. Das ist alles trotz alledem durchstrukturiert und jeder hat klare Aufgaben und die sind alle saulnett dort. Also es ist einfach so, ja. Von Geschäftsführung über Marketing bis zu die Damen, die dort die Pinguine pflegen, ja. Es ist wirklich, es ist einfach schön. Und deswegen hat das gepasst und deswegen haben wir das gemacht. Cool. Wir haben zwar schon jetzt gehört von dir, du hast doch mal das Blindenradio früher kommentiert und warst ja bis jetzt auch schon im 9. Jahr Stadionsprecher, aber ich denke, wir sind uns ziemlich sicher, du warst sicherlich auch vorher schon Cottbus-Fan.
vielleicht erzählst du mal, wie du so zum Verein gekommen bist. Wann hat es dich mit dem Auto? Mit dem war ein Spaß. Sehr gut. Ja, mit Auto. Mal mit der F4 fahre ich immer von. Im nächsten drauf. Podcast, da gibt es so ein Schweinchen auf jeden Fall. Ja, es ist so, ich war, wie viele, die in meinem Alter waren, entweder Dortmund- oder Bayern-Fan. Ich war Bayern-Fan, Asche über mein Haupt. Aber ich war Dortmund-Fan. Siehste? Ja, aber das ist noch die Rivalität. Früher gab es nur Bayern oder Dortmund. Da gab es nichts anderes. Ja, da gab es nicht. Ja, naja, momentan ja nicht so. Aber egal. Und ich bin dann damals zum Testspiel. Oh, ich schlage mich tot jetzt. 96 oder 97, wo Bayern hier zum Benefizspiel. Richtig, wo es. Nee, geregnet hat es da nicht. Und da habe ich beim Fadi auf dem Schoß gesessen. Und da habe ich da war der Nico noch nicht geworden, deswegen kann er seinen Senf gar nicht dazugeben. Bayern gespielt, nicht in der Liga, das musst du dir mal vorstellen. Ja, Wahnsinn. Da hat Basel noch ein Tor, 2:1 haben wir, bitte? Müsste 96 gewesen sein. 96, 97, ne? Das war kurz vor der Buga genau. Ungefähr. Ja. Und da bin ich mit meinem Vater hin als Bayern-Fan und bin als Cottbus-Fan wieder aus dem Stadion raus. Also so war es tatsächlich. Ich habe dann, da waren ja noch keine Tribünen, da war hier alles noch voller Eichen. Auch da haben wir keinen Platz gekriegt, das war ausverkauft, das war rappeldicke voll. Wir haben auf keiner Traverse irgendwo gestanden, wir haben oben den Rang, wo man lang gehen konnte. Da haben wir dann gestanden, ich glaube, mein Vater hat nichts gesehen und musste den kleinen dicken Jungen auf die Schulter nehmen, damit ich überhaupt was mitkriege. Ich weiß noch, dass Basel auf alle Fälle ein Tor gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das 2:1 war, was dann der Endstand war. Und ich habe dann wirklich mitgekriegt, hier gibt es ja auch Fußball in Cottbus, ja. Das war in meinem Kopf noch nicht so drin. Bin 84 geboren, wenn das 96, 97 war, war ich 12, 13. Und dann halt die kompletten Aufstiegsspiele, Relegationsspiele, solche Sachen. Da war ich dann Feuer und Flamme. Ich habe nicht einen Bayern-Artikel mehr bei mir zu Hause seit 1998. Und bin dann relativ schnell wirklich auch Cottbus-Fan geworden. Hab mir dann irgendwann. Ja, du hast ja auch die gute Zeit mitgemacht. Ab 97 ging es ja. Ja, steil bergauf. Das ist vielleicht also auch ein hast Punkt, du die gute Zeit mitgemacht. Aber das ist halt also so ein bisschen dieser Heimatpatriotismus, da bin ich schon dabei. Das merkt man auch in vielen anderen Sachen. Ich bin ja nach Potsdam gezogen und da ist man auch für die heimischen Vereine. Nicht jetzt für Babelsberg 03, also vor allem nicht, wenn die in der Regionalliga mit uns zusammenspielen. Aber habe ich auch gemerkt, ja, da haben wir noch zweite Liga gespielt, die Regionalliga, da bin ich dort auch gern hingegangen. Und dann hat man das irgendwie drin. Und hier war es dann halt dadurch, dass ich hier geboren bin, hier aufgewachsen bin, meine Eltern hier wohnen, ich einen Freundeskreis hier habe und dann mit Energie irgendwie dann auch groß geworden bin, ist das halt irgendwas, was nie wieder rausgeht. Also gibt auch viele, die da fragen, bist du noch Bayern-Fan oder wer interessiert dich in der ersten Liga? Ehrlich gesagt, nee, auch nicht zweite Liga, also oder international. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Real Madrid-Fan bin oder Barcelona oder sowas. Für mich ist Cottbus und da gibt es keinen anderen Verein. Das erinnert mich ein bisschen an unseren ersten Podcast. Da habe ich dir auch gesagt, du könntest mich jetzt fragen, wer in der zweiten Liga Torschützenkönig ist. Du wusstest es. Ich habe auch keine Ahnung. Zweite Liga, die gibt es, ja. Da ist wohl noch was zwischen. Da wollen wir hin. Da ist wohl noch was zwischen Cottbus und Bundesliga. Also war mir auch neu. Aber cool, dass es beim Freundschaftsspiel war. Hat dich der Papa mitgenommen? Fadi hat mich mitgenommen. Ich kann mich an die Konversation 1997 nicht mehr erinnern, wie wir das mit dem Fadi ausgemacht haben. Aber wir hatten zwei Karten auf alle Fälle. Und ich bin mit dem Vater gegangen. Und irgendwie hat sich das dann sofort eingebrannt. Dann mit 14 hat man Jugendweihe. Ne? Da habe ich dann meine erste Dauerkarte mir direkt gekauft. Hälfte habe ich gezahlt, Hälfte der Fadi, weiß ich noch. 400 Mark. Mark, gab ja mal Mark. Da warst du schon auf der Welt noch bei Marc, ne? Ich will noch mal korrigieren, also wenn das Ganze 96 war, war ich doch schon auf der Welt, aber habe ich noch nicht so viel mit Fußball am Hut gehabt. Ja, das waren dann so die ersten. Naja, wenn überhaupt, also ja, bei mir war das alles ein bisschen später. Naja, passiert. Aber schön. Babelsberg von wegen, ich weiß nicht, da habe ich so eine kleine Geschichte mit deiner Person, an die du dich wahrscheinlich gar nicht erinnern kannst. Es gab, glaube ich, letztes Jahr in der letzten Saison in Babelsberg ein Spiel, nicht das Pokalfinale, sondern einfach nur generell das Auswärtsspiel. Da warst du, glaube ich, auf der neutralen Tribüne, glaube ich. Ja. Obwohl Cottbusser ja durften wir nicht, durften. Ja, wir durften auf die Tribüne, es waren ja Zuschauer verboten, nach diesem Debakel ja, da ja, im, genau. im Halbfinale, ja. Landespokal.
Ja, ich war da. Nee, ich muss auch mal Fragen abwarten. Ich merke schon. Alles gut, weil ich war mit einem Kumpel auch da natürlich hier, ne, inkognito und das Trikot unter dem Pullover angehabt. Aber wie das so ist auf Auswärtsfahrten, trinkt man da natürlich gern ein. Also du hast ziemlich unbegeistert geguckt, als wir an dir vorbeigelaufen sind und gesagt haben, wir dürfen nur gar keine Cottbusser sein. Also, bin ja nun sehr oft, also ich war sehr oft da. Ich habe mit Marvin Gladro noch, dem Torwart von Babelsberg, ein sehr gutes Verhältnis gehabt, als er schon hier gespielt hat und dann hochgezogen ist nach Potsdam, dass ich da relativ oft da bin. Also man kennt sich da irgendwie so ein bisschen und wenn man dann oder wenn gesagt wird, da dürfen keine Cottbusser sein, was ja nicht richtig ist, es dürfen schon Cottbus-Fans oder Cottbus-Sympathisanten dort mit dabei sein, man darf nur keine Fankleidung tragen. So. Ja, und das habe ich eingehalten. Wir auch. Haben alle eingehalten, bis auf Holger Kelch, der hatte eine Mütze auf, der hatte ein Basecap. Nee, oder hat er einen Schal um? Weiß ich nicht, aber das hat er sich nicht nehmen lassen. Ja, Stadionverbot. Damit wollen wir auch nie wieder hin. Ja, also das war ja die perfekte Überleitung, gerade eben, was du gesagt hast, mit dem Kontakt zu den Spielern, weil wir haben auch die Frage aufgeschrieben oder wir würden dich gerne fragen, da du ja nun oft hier in der Geschäftsstelle oder generell viel mit dem Verein zu tun hast, wie ist der Kontakt ja persönlich mit den Spielern oder vielleicht auch mit den Trainern? Ich glaube, du hast die Frage zwar schon gelesen, aber Frank hat da nochmal was rausgesucht. Etwas, wo du vielleicht, naja, ich will nicht sagen, ins Kreuzfeuer vom Trainer gekommen bist, aber wo auf jeden Fall, wo du irgendwie involviert warst. Bin ich mal sehr gespannt auf die Geschichte. Nein, ich glaube, man läuft sich hier weniger über den Weg, als sich das Fans von außen vorstellen, was jetzt das Stadiongelände angeht. Man hat mit vielen Spielern einfach ganz normalen Kontakt, auch über WhatsApp etc. und Instagram oder solche Sachen, einfach weil es auch koordinative Sachen sind, ob Autogrammstunden irgendwo draußen sind oder mal doch noch ein Trikot unterschrieben werden soll, was jetzt mit persönlicher Widmung ist. Kann ich das drüben einfach in die Kabine legen und sagen, Raue, unterschreibe mal bitte für Kevin, vorne bitte neben der Zahl links unten. Ich habe schon mal ein Kreuz gemacht. Wenn man das hinkriegt, dass man das kurz persönlich klären kann, dann schreibst du ihm über WhatsApp oder Facebook einfach oder Instagram einfach eine Nachricht und sagst, wann habt ihr Training, seid ihr da, hast du danach mal 5 Minuten, kommst du mal Geschäftsstelle rum. Also das ist überhaupt nicht das Problem. Die Beziehung ist super. Also ich sag mal so, man hat nicht zu jedem natürlich persönlichen Kontakt, ist auch echt viel bei dem Kader, kommst ja gar nicht hinterher. Aber es gibt keinen, wo du sagst, okay, habe ich überhaupt keinen Kontakt, weil ich das irgendwie nicht will. Ja, das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Du bist in der Geschäftsstelle, es kommt ein Trainerstab rein. Es muss jetzt nicht der aktuelle Trainerstab sein. Wir haben ja gerade festgestellt, du bist ja schon seit gut neun Jahren dabei. Gab es da irgendwelche Kotzbrocken, wo du gesagt hast, oh, jetzt kommt der durch die Tür, der hat wie immer schlechte Laune. Also ich erinnere mal als Außenstehender an Jörg Böhme. Also wenn Jörg Böhme damals, der hat ja 2-3 Spiele gemacht, damals, wo wir 2 Liga abgestiegen sind, und ich kann mich nur an die Pressekonferenzen erinnern, das war die kürzesten, die wir je hatten. Da ging es bloß, ja, nein, vielleicht schauen wir mal. Und dann war die Pressekonferenz zu Ende. Und ist ja heute mit Pille Wolle ja ganz, ganz anders. Ja, ist ja alles, was unter eine halbe Stunde ist, das zählt ja nicht. Das muss man zusagen. Also gab es bei dir auch in deiner langjährigen Geschichte, wo du sagst, Mensch, jetzt kommt einer durch die Tür, da weiß ich ganz genau, der ist gut drauf, mit dem kann ich mal einen Scherz machen. Und manchmal, den spreche ich lieber nicht an, ich lasse mal lieber in Ruhe. Also dadurch, dass ich erst seit September 2018 wirklich in der Geschäftsstelle bin und auch dort meinen festen Schreibtisch habe und ein Büro und habe ich nur mit Pele Wolle zusammengearbeitet, sage ich mal so. Ansonsten alle anderen Trainer, ich war ja auch nur alle 2 Wochen hier zum Spieltag. Ja, dann bist du 2,5 Stunden vorher da, dann ging es direkt an die Regiebesprechung. Da war es, als wir noch Stadion TV hatten und solche Sachen, das ist alles minutiös geplant gewesen. Auf die Minute mit Titeln, mit Werbung, mit welcher Sponsor, Partner muss da genannt werden und so weiter. Wo stehen wir mit der Kamera? Und dann ging es ja schon eine Stunde vorher los mit der Stadionshow. Also da gab es auch wenig Berührungspunkte mit dem Trainer, weil der Trainer natürlich gerade am Spieltag hauptsächlich im Funktionsgebäude ist. Also wir unterscheiden ja bei uns zwischen Geschäftsstelle quasi und Funktionsgebäude. Also da, wo wir jetzt sitzen, ist das Funktionsgebäude. Das ist dort, wo die Kabinen sind, wo der Trainerzimmer ist, wo unten der Reha-Bereich ist. Und da ist natürlich am Spieltag, spielt sich da das meiste hier drüben ab. Und in der Geschäftsstelle sind halt die in der Geschäftsstelle arbeiten. Ja, also selten, dass man hier mal reinkommt in diesen Raum hier. Ne? Geschäftsstelle ist auf jeden Fall einfacher zu erreichen. Nochmal zu den Pressekonferenzen. Also Jörg Böhme, die waren ja auch wirklich sogar kürzer als teilweise die von Mary Jutta. Und das muss man erstmal schaffen. Also das ist ja eine Leistung.
Der eine macht so, der andere macht so, ne? Also es gibt ja, Bojan Prašnikas Pressekonferenzen waren jetzt auch noch nicht, waren auch nicht 12 Minuten oder sowas. Der hat auch relativ viel auf den Punkt gebracht. Das, was dann wahrscheinlich auch ein bisschen an den Deutschkenntnissen lag, ist auch klar. Pat Sander hat auch legendäre Pressekonferenzen gehabt, die relativ zackig abgelaufen sind, weil er sagt, okay, ihr schreibt alle irgendwie ganz schön Mist. Dann brauchen wir das hier auch nicht machen. Wir spielen zu 11 von links nach rechts in kurzen Hosen. Vielen Dank. Also das gab's ja alles, aber... Ja, Pele liebt es, der liebt den Fußball, der ist 100% positiv bekloppt, was den Fußball angeht, und ich glaube, das ist für uns hier ganz gut. Er hat quasi auch er macht seinen eigenen Podcast aus der Pressekonferenz, kann man sagen. Also es ist ja wirklich, man muss ihn ja nur eine Frage stellen und der redet 10 Minuten, Frank. Ich glaube, wenn Wollitz hier irgendwann mal sitzen würde, ich glaube, dann brauchen wir gar keinen Zeit. Oh, wir machen 2 Podcasts oder wir nehmen uns den ganzen Tag frei. Also das könnte ja, mit Pele kannst du 8 Stunden drüber philosophieren, über den Sport, über den Fußball und bist immer noch nicht fertig. Ne? So ist es. Also mal eine kurze Frage auf dem Flur stellen. In der Geschäftsstelle, wenn er doch mal, also er ist ja auch natürlich in der Geschäftsstelle und kommt immer rein. Und wenn euch das interessiert, er grüßt auch ganz lieb und nett und da klatscht er ab und kurze Umarmung, kommt natürlich aufs Ergebnis an vom Vortag oder vom Spieltag davor. Aber auch selbst wenn es halt nicht so erfolgreich ist, und wir haben ja auch durchaus nicht so erfolgreiche Zeiten auch in dieser Saison gehabt, mit einer Phase, wo wir viel verloren haben, halt da muss man auch mal anpacken und da muss man. Ja, dann redet man halt anders mit dem Trainer. Da redet es auf einer ganz anderen Ebene, ja. Also da ist es wirklich auch, das wollen wir mal nicht über Fußball reden, sondern einfach nur über irgendwelche menschlichen Sachen, dass man da vielleicht mal den Kopf frei kriegt. Aber das ist mit Pele alles möglich. Also, aber kann man festhalten, dass er abseits der Pressekonferenzkameras genauso ein Typ ist, der gerne mal... Selbstverständlich. Also, Pele schreit dich auch an. Ich kann mich nur an dieses Spiel, was du ihr in eine Frage quasi mit reingenommen hat, das Freiburg-Spiel. Da haben wir dann unten gestanden und da war es Elfmeterschießen und der hat mich angeschrien und hat gesagt, wenn wir dieses Elfmeterschießen nicht gewinnen, dann dreh dich zurück. Ich sag, Pele, hör auf, soll ich das machen? Oder was? Also der schreit, also der ist halt so, der ist so, das sind Emotionen, die sind da und das ist echt, das ist authentisch. Das ist Pele Wollitz, mehr möchte ich zu dem Thema nicht sagen. Jetzt Freitag, das Freiburg-Spiel. Nein, noch nicht. Aber bloß mal, weil du gesagt hast, mit Pele Wollitz, wenn wir das manchmal beim Kommentieren sehen, er ist ja sehr emotional auf der Linie, ja, beziehungsweise an der Seitenlinie. Und ich möchte manchmal nicht mit ihm auf der Bank sitzen. Also wie der manchmal Olle Scharfenberg oder seine Co-Trainer anschreit, weil irgendwas nicht gepasst hat. Aber da hast du halt mit den Co-Trainern, mit René Renno und Frank Holberg, hast du halt den ruhigen Part und dann gleicht sich das wieder aus. Ja, ist so. Frank Alberg, der ist wirklich ruhig. Also den hatten wir auch schon ein paar Mal als Interview zu Gast. Der ist ja die Ruhe selbst, nimmt sich auch für jeden Zeit. Also dann kommen wir doch. Du hast es ja schon eigentlich angesprochen, Benni. Was war denn da los beim DFB-Pokalspiel? Wir können es ja nochmal so für alle, genau, wir können es ja nochmal aufrollen. Also ich glaube, an das DFB-Pokalspiel sollte jeder, der den Podcast hört, sich erinnern. Ne? Es geht um das Spiel gegen Freiburg. Und sagen wir mal, ich glaube, 89. Minute, noch 40 Sekunden oder noch 20 Sekunden in der regulären Spielzeit so. Und ja, jetzt erzähl du mal, was ist da? Wir haben geführt 1-0, genau. Und was ist dann passiert, was der Trainer dir auch persönlich anschreibt? Er hat mir doch überhaupt nicht gesagt. Deswegen, ich habe die Frage tatsächlich nicht verstanden, weil diesen Disput gab es zwischen Pele und mir überhaupt nicht. Nein, Disput. Also auch nicht in der Pressekonferenz oder irgendwie so. Also ich glaube, er hat sich auf alle Fälle aufgeregt, dass wir 4 Minuten, glaube ich, war Nachspielzeit. Zu dem Zeitpunkt, das hat ihn massiv aufgeregt. Aber was wir meinten, ist, glaube ich, dass er auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass es eventuell, unter anderem, er hat dir da nichts unterstellt, aber du hast auf jeden Fall nochmal versucht, die Masse anzuheizen und gesagt, und noch 4 Minuten steht auf, wenn ihr rot-weiß seid. Ja, das mache ich auch immer. FC Energie, Cottbus, und glaube ich, genau eine Minute oder ein paar Sekunden später ist der Ausgleich gefallen und da meinte Wollitz, dass diese Aussage, weil das hören die Spieler ja auch wenn es vielleicht manchmal unbewusst ist, das vielleicht aufgenommen haben und dadurch so zack die Konzentration etwas gefehlt hat und das vielleicht zum Gegentor geführt hat. Wir wollen jetzt hier nichts anrühren. Nee, um Gottes Willen. Also ich habe das, dass er die 4 Minuten auf der Pressekonferenz nochmal angesprochen hat, das habe ich schon auch mitgekriegt, aber ich glaube nicht, dass das daran lag, dass man die Massen nochmal mobilisiert und nach vorne oder dass das bei den Spielern dann irgendwo ein Klick ist. Da müsst ihr ja bei jedem Fangesang, den du irgendwas machst oder jeder Spieler, der irgendwann mal eine Chance hat und ich sag dir jetzt mal an übers Mikrofon, dann müsst ihr ja danach irgendwie zusammenbrechen. Also das war auch nie irgendwie Gesprächsthema. Pele ist ein direkter Typ, der hätte mir das sofort gesagt. Wir haben beim Elfmeterschießen, Arm im Arm da unten gestanden. Das kann man noch sehr schön auch bei den Fernsehaufnahmen sehen. Also das war
nie, ich wollte ihn eigentlich nochmal darauf ansprechen, weil, wie gesagt, ihr habt mir die Fragen ein paar Tage eher geschickt und dachte, okay, das, also das hatte ich nie, nie im Kopf, nee, um Gottes Willen, weil ich meine, ja, das mach ich ja oftmals, wenn du ja, 2-1 führst oder sowas in so einem krassen Spiel oder du führst 1-1 und das 2-1 für Cottbus liegt in der Luft, dass man dann nochmal sagt, okay, das sind die Nachspielzeit wird angesagt in der Regionalliga, dritten Liga, wo es keinen vierten Offiziellen gibt, der die Nachspielzeit anzeigt sowieso, dann sage ich die an, das heißt, die letzten anderthalb Minuten oder Minute immer nur den Schiri im Auge behalten, bis er dann irgendwie mal ein Handzeichen gibt, am alle, wie viel er nachspielen lässt, aber also ich glaube nicht, dass das irgendwie, ihn haben die 4 Minuten aufgeregt, das ist klar gewesen. Das hat er auch direkt dann. Hat es ja auch so gesagt, weil er dann schon dachte, die Mannschaft hat dann Spannungsabfall. Genau. Aber du hast es gerade angesprochen, die Abläufe vor dem Spiel oder die Abläufe nach dem Spiel, wie ist das als Stadionsprecher? Wann bist du am Spieltag hier? Kriegst du dann eine Liste, pass auf, oder weißt du mittlerweile schon, wie du was zu machen hast? Gibt es da ein bestimmtes Protokoll, was du abzuarbeiten? Wie läuft das? Also ist natürlich ein Unterschied zwischen zweiter Liga, dritter Liga oder Regionalliga. Ne? Zweiten Liga, da habe ich ja angefangen in der zweiten Liga, da haben wir ja noch mit Stadion TV gearbeitet, was ich vorhin schon gesagt habe. Da war wirklich alles minutiös, die Werbung muss da ablaufen und das ist so und das ist so. Dann war irgendwann das TV weg, weil es einfach Sparmaßnahmen gab. Ist ganz normal, dann dritte Liga. Das ist halt auch ein Aufwand, den du da vielleicht nicht unbedingt brauchst, aber trotzdem, die Unterhaltung muss ja da sein. Also haben wir weiter mit Regieplänen gearbeitet, die Musik vorher getaktet, wann muss, wie, wo, was, damit wir dann vernünftig anstoßen können. Jetzt in der Regionalliga ist es so, dass wir da den Aufwand ein bisschen minimiert haben. Wir eine halbe Stunde anfangen vorher, beziehungsweise 34 Minuten vorher, weil da die Mannschaft rauskommt. Ist eine komische Zeit, aber das ist, Pele sage ich hier, 34 Minuten vorher, manchmal ist es eine Minute eher oder später, kommt drauf an. Dass wir das machen, dann haben wir feste Programmpunkte einfach. Ich lege die Musik auch nicht mehr vorher fest. Das macht Fabian Schüler, mit dem ich das mal damals zusammen gemacht habe, anderthalb Jahre oder 2 Jahre. Der macht die Musik. Und ansonsten haben wir feste Punkte, dass wir natürlich die Aufstellung der Gäste machen, dass wir auf den Nachwuchs schauen, dass wir, wenn wir Sachen haben, die wir vereinsintern nach außen kommunizieren wollen, dass wir das natürlich, ja, irgendwelche Auswärtsfahrten, ja, da frage ich vorher den Fanbeauftragten, hast du was, wo gibt es die Tickets, meinetwegen jetzt vergangene Wochen hier, Halle und Zwickau, was wir jetzt alles noch vor der Brust haben. Solche Sachen, die kommunizieren wir dann ganz einfach. So, frage ich jetzt einfach mal nach, welcher kreative Kopf denkt sich denn die oder hat sich denn diese Spiele vor dem Spiel ausgedacht, wo es darum geht, wer mit wem aufläuft? Ich. Das ist ja auch ein. Alles klar. Nein, ich glaube, wir haben das. Man überlegt immer, was machst du neu, was machst du in der neuen Saison mal was anderes und solche Sachen. Dann wollten ja viele die große Fahne nicht mehr haben, weil das irgendwie Pech bringt. Dann wollen sie aber doch wieder Fluch der Karibik. Das sind halt immer, man macht sich dann schon Gedanken, wie kann man da was anderes machen, wie kann man was Neues machen. Wir hatten dann mal die Zeit, wo wir auch die Tradition mal wieder ein bisschen nach vorne ziehen wollten, wo wir den Traditionsspieler irgendwie des Tages hatten. Da war Beke mal, da war Irre mal unten und so weiter. Das ist dann aber auch irgendwie im Sand verlaufen. Und ich denke, dass gerade der Nachwuchs, jetzt nicht nur der fußballerische Nachwuchs hier bei Energie Cottbus, sondern komplett, was den Sport angeht, ja, in Cottbus und drumherum, ja, nach vorne gebracht wird. Und für die Kiddies ist das das Schönste und das Krasseste, dort unten aufzulaufen, wenn dann wieder mal irgendwie 15.000, 16.000 sind und die laufen dort ein und freuen sich. Und da habe ich gedacht, ja, aber die laufen nur ein, die können nicht richtig winken, weil sie mit dem Ellenhand hier und dann gucken sie, ich muss ja noch nach vorne laufen und darf dem vorne nicht in die Hacken, der hinten mir nicht und ich suche meine Mutti. Naja, so ist es. Und da habe ich gedacht, ach, lass uns doch mal irgendwie ein kleines Spiel vor dem Spiel machen mit den Kiddies. Die haben Zeit, die können noch mal winken. Meistens ist es ja auch so, dass wenn man dann die Vereinsnamen sagt, weil ist ja nicht nur Energie Cottbus Nachwuchs, sondern alle möglichen, die hier in der Ecke sind, selbst bis Sachsen, selbst da kommen ja Mannschaften her, dass die dann jubeln und sich freuen, weil natürlich Mutti und Vati sind mit dabei und ach, und die Kleinen, das ist so putzig. Also wirklich, da sind 6-Jährige, 7-Jährige dabei, wo du denkst, ach, am liebsten würde ich dich hochnehmen und ins Ziel tragen. Das ist, für die Kiddies ist es cool. Ich sehe die ja immer schon im Tunnel davor. Ich sage, seid ihr fit? Ja. Ich sage, wer will mit Cottbus auflaufen? Dann jubeln alle und freuen sich. Aber es ist am Ende auch keiner traurig, dass sie jetzt irgendwie mit der Gastmannschaft einlaufen müssen, ne? Ich denke, ja, das ist ein kleiner, schöner Moment eigentlich immer vor dem Spiel. Kann ich bestätigen, weil ich war selber mal ein Einlaufkind, wo ich noch ein bisschen kleiner war. Ich bin damals mit Greg Bärhalter eingelaufen. Mhm. Und ich natürlich damals auch schon Cottbus-Fan gewesen, total nervös. Wann war das? Also auf jeden Fall stand die
die Nordtribüne noch nicht, und die Südtribüne auch noch nicht. Also wir sind noch durch den alten Tunnel hier gegangen. Und Berhalter hatte ja auch die Angewohnheit, immer einen kleinen Sprint zu machen, wenn er aus dem Feld gelaufen ist. Hat er dich hinterhergezogen. Und das hat er mir zwar vor dem Spiel gesagt, der so, mach mal einen kleinen Sprint, und ich so, Und dann geht's mit immer aufs Feld, ich gucke nur so Stadion, ach, das ist ja sehr cool. Und mit immer zieht er an mir vorbei, schleift mich hinterher. Er war ja Kapitän, er ist vorne gelaufen, ich konnte jetzt keinen in die Hacken laufen. Aber auf jeden Fall, ich glaube, Frank, du warst bei mir, das Panoramabild von uns hängt auf jeden Fall immer noch in meinem Zimmer, wie wir eingelaufen sind. Kann ich dir nur recht geben, das bleibt ist für auf jeden Kiddies, Fall jedem das, Kind das, das in Erinnerung. Größte und wie die auch immer dann im Tunnel, und dann freuen die sich und dann jubeln die sich. Und na klar, hast du da mal auch mal eine Vierjährige, das ist ein bisschen sehr wenig. Aber die wissen gerade gar nicht, was passiert. Aber die machen das trotzdem mit. Und bisher hat sich da auch noch keiner von den Kiddies beschwert. Irgendwie hat gesagt, nee, oder die Trainer wollen wir nicht. Sondern die freuen sich, wenn die dann da reinlaufen. Ich glaube auch, wir hatten das ja am Anfang des Podcasts auch schon gehabt, ist auch ja eine Fan-Akkreditierung. Also ich gebe bestimmt die kleinen Steppkes, die sagen, Mensch, das war ein Highlight für das mich. Das ist der Hintergedanke. Wollen wir nicht mal das und ist auch für die Zuschauer schön. Ich sag mal, es gibt nichts Schöneres als Bambinis, sich einen Abstrampeln sehen, nur damit sie mit Energie Cottbus auflaufen dürfen. Obwohl eine Geschichte war, ich weiß gar nicht, da haben wir noch gegen Dynamo Dresden gespielt, hier zu Hause. Und ich sehe die Kinder nämlich manchmal auch, wenn die vorne am VIP-Eingang stehen und warten, bis sie reinkommen. Und ich sage, mit wem wollt ihr denn auflaufen? Und ich war eigentlich davon überzeugt, dass Energie Cottbus sagen. Da sagt die, Dresden. Da hat man eine Dresdner Mannschaft tatsächlich mal da. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Genau, genau, das ist es. Und das wusste ich aber nicht. Und dann kam der Betreuer und sagte, wir haben da schon ausgekungelt. Ich weiß nicht, haben wir da das Spiel gemacht? Haben wir es trotzdem gemacht? Ich glaube nicht. Ja, doch. Also ich, wenn ich mich recht erinnere, obwohl bei mir weiß man manchmal nicht, was ich gestern zum Frühstück hatte. Ich glaube schon, wir haben das Spiel gemacht. Also ihr habt das Spiel gemacht, aber der Betreuer hat schon gesagt, wir haben schon. Weil manchmal, wenn es vorher klar ist, machen wir dann das Spiel nicht, weil dann brauchst du auch nicht, wenn dann auf einmal die gewonnen haben, obwohl ja keiner auf der Nordwand steht und sagt, hey, jetzt laufen aber die Grünen mit Energie Cottbus ein und nicht die Blauen. Was ist denn da los? Ne? Bei mir war es damals auch vorher schon fest, also ich wusste. Naja, da gab es ja noch nicht diese Spielchen. Ja, genau, da warst du ja auch noch gar nicht da. Es war übrigens gegen Stuttgart damals, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, wir haben verloren. aber ist ja auch egal, da geht es ja ums Erlebnis. Ja. Frank, du hast eine neue Frage. Na, erst auch mal die Frage wegen der Einlaufkinder. Musst du hinterher telefonieren oder bekommst du Angebote, dass du das aussuchen kommt, kannst? Nee, das kommt aus unserem Nachwuchsleistungszentrum. Die hauen das irgendwann mal auf die Homepage oder auf die Facebook-Seite oder schreiben Vereine an. Meistens ist es so, dass vor der Saison schon alle feststehen. Ja, einfach auch damit die planen können. Wie gesagt, das ist ja, also die Mannschaften, die dann hierher kommen, das ist ja nicht nur hier um die Ecke, dann kommen mal welche aus Elsterwerda, dann kommen welche aus Eisenhüttenstadt, das ist schon, oder aus Schwedt, da fährst du fast 3 Stunden, dass das geplant ist, dass die vielleicht irgendwann ein Spiel den Tag, oder die Hintergrundinformationen habe ich jetzt leider nicht, aber das ist nie ein Problem, außer in den Ferien, ne? Das muss ich mal sagen. Ja, verständlich. Frank, wollen wir vielleicht schon, um ein bisschen Spontanität zu den Bildern kommen? Oder wollen wir ein paar Fragen abarbeiten? Also wir wollen das dann so machen. Muss ich hingucken? Ich füge das dann in das Videoprogramm einfach ein, wenn ich das bearbeite. Wir haben nämlich, oder beziehungsweise der Frank hat, Benny, ein paar Bilder, du hast schon mal raufgelunscht vorhin, rausgesucht. Und Höhen und Tiefen hast du auf jeden Fall erlebt mit Energie Cottbus. Und sag doch einfach mal was zu den Bildern, also das war was deine Erinnerungen sind. Oder, also das war einer der schwärzesten Tage, wirklich rein sportlich und auch so, da hat an dem Tag hat überhaupt nichts zusammengepasst. Das ist ja hier das Abstiegsspiel quasi, Energie Cottbus gegen die zweite von Mainz 05. Wie es ausgegangen ist, wissen wir alle. Ich kann ja mal ganz vorne anfangen. Ich habe ganz normal gefrühstückt, habe mich mit einem Kumpel verabredet, Matze heißt er, der wohnt in Kolkwitz und ich wollte ihn abholen, weil wir uns das Spiel zusammen angucken wollen. Ich habe gesagt, eigentlich brauche ich an dem Tag überhaupt keinen, ich habe immer 2 Arbeitskarten quasi, weil es halt manchmal so ist, dass noch Sachen organisiert werden müssen und dann muss halt nochmal einer hochlaufen und solche Sachen. Und den habe ich dann abgeholt und bin auf sein Grundstück und die haben Rottweiler. Und ich dachte, der ist eingesperrt und ich gehe da drauf und dann rennt der auf mich zu. Das sind ja nur auch Viecher, sage ich mal. Also nicht Viecher abwertend gemeint, sondern das sind ja auch ganz schöne Kolosse. Ne? So, und da wollte er mir einen Arm beißen irgendwie und ich habe den Arm noch hoch. Dann hat er mein Hemd zerrissen an der rechten Seite und ist dann rum und hat mir einen Arsch gebissen. Ich darf man Arsch sagen, das muss man einfach so, weil das passiert normalerweise nur in Cartoons oder schlechten Daily Soaps. Aber der ist wirklich rumgerannt und hat dann da gehandelt. Ich sage, Matze. Also er hat mich nicht gebissen, der hat eigentlich nur das Grundstück verteidigt. Ich habe mich da wahrscheinlich falsch
falsch verhalten, keine Ahnung. So hat es angefangen, ja. So hat der Tag angefangen. Also, und dann dachte ich, na gut, wird alles gut, da bin ich noch ins Stadion. Dann bin ich noch zum Mannschaftsarzt gegangen, der hat das nochmal abgetupft. War wirklich kein Biss, aber Narben habe ich tatsächlich noch, weil einfach die Haut ein bisschen abgeschürft ist. Der ist durch die Jeans nicht durchgekommen. Und dann kam dieses Spiel. Fürchterlich ist, also es. Ich bin zur Halbzeit, haben wir, glaube ich, 2-0 geführt, ne? Nee, wann haben. Nee, doch. Warte mal. Wie gesagt, das war der schmerzeste Tag und ich habe danach sehr viel. Wir haben 1-0 zurückgelegen. Dann kam 2-1. Wurde Michel eingewechselt, hat einen Elfmeter rausgeholt. 1-1. Dann richtig, so war es. Genau. Richtig, dann bin ich nicht in der Halbzeit runter, sondern nach dem 2-1 bin ich runter. Das war schon relativ in Richtung Spielende. Und da unten saß noch eine Mutter mit ihrem Kind und. Stimmt, zur Halbzeit? Richtig. Zur Halbzeit haben wir zurückgelegen, weil da hat die Mutter zu dem Kind, das ganz unten links, wo ich immer. Ich glaube, da stand es noch 0-0. Na, wie 0? Es stand zur Halbzeit 0-0 und wir sind, glaube ich, erst in der zweiten Halbzeit in Rückstand geraten. 1-0. Ach, ich hab's, ja. Google das einfach mal. Ich gebe dir das Mikrofon, du hast eh die Bilder vor und dann. Das waren zu viele Eindrücke den Tag. Jedenfalls kann ich mich nur an eine Mutter mit dem Kind erinnern, die dann da unten irgendwie gesagt hat: Siehst du, Energie Cottbus, die werden es nicht schaffen. So, und dann haben wir aber 2-1 geführt und dann saß ich dort mit unten und sage: Siehst du, hat die Mutti nicht recht gehabt. Wir werden es schaffen. So, dann kam aber das 2-2 und das 3-2 und das war durchaus Katastrophe. Ich wusste nicht, was passiert dort in dem Stadion. Dann sind ja auch ein paar von der Nordwand auf dem Rasen. Erst doch ein bisschen aggressiv, sah man, aber es ist sofort umgeschwenkt in Mitleid, in Fassungslosigkeit. Also das war Katastrophe. Ich saß dann da unten, ich sag, was will ich denn jetzt, wen soll ich jetzt ein Mikro, was soll ich sagen? Also alles, was du sagst, alles, was du jetzt an Musik spielst, ist überflüssig und falsch. Also ja, du kannst, richtig. Es ist einfach falsch. So, du hier, jetzt hast du das Spiel, den Spielverlauf. So, pass auf hier. Also, na, sage ich doch. Also 1-0, also 0-0 Pause und dann 1-0 und dann 1-1, 2-1, 2-2, 2-3. So. Und trotzdem hast du aber dann nach dem Spiel, ich glaube, Michel hat einmal durfte was sagen. Erst wollte Pele wollte was sagen. Ja, okay, so. Und wir haben überlegt, okay, wie machen wir es? Die Reaktionen waren ja auch gespalten, der Nordwand. Ich habe dann einfach nur gesagt, sag nichts mehr, weil alles, was du jetzt weiterhin sagst, also er hat ja auch gesagt, dass die Mannschaft nicht schuld ist am Abstieg, wenn müssen. Ich mich richtig dran erinnere. Genau. Ja, die einen haben es so gesehen, die anderen so. Und ich habe einfach, und dann hat er überlegt und dann habe ich gesagt, Pele, es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder du sagst es noch was und es ist alles falsch, was du jetzt noch sagst. Das kann nur nach hinten losgehen. Oder du nimmst das Mikro und sagst Tschüss oder du gibst es mir. Und er hat es mir gegeben. So ist auch das Bild dann entstanden, dass ich dann nochmal Tschüss gesagt habe. Und ja, und dann kam Sven auch noch, also Michel, Svenny auch ein sehr cooler Typ, aber das war halt ein katastrophaler Tag für uns alle, ne? Das ist halt, ja, hier, da haben wir es. Das war einfach nur schwierig, also. Notier mir das mal kurz, damit ich weiß, wann ich das einfügen muss, aber ich kann das auch nachvollziehen, was du jetzt meintest, von wegen, es kann nur nach hinten losgehen, weil ich war auch auf der Nordwand und ich wusste halt auch nicht, das war halt einfach so ein Moment, wo du so am Boden zerstört warst innerlich, weil das war ja auch eine Achterbahn. Das hat ja auch keiner damit gerechnet. Also du hast diesen Spielverlauf, da denkst du dir, okay, die Zweite aus Mainz, die sind sowieso durch. Da gibt es vielleicht irgendwo mal einen Ehrenkodex, wo man dann sagt, okay, wenn eine abstiegsbedrohte Mannschaft dann zu Hause führt mit 2-1, dann lassen wir die auch gewinnen. Ich weiß nur, ich bin dann irgendwann nach Hause gefahren und bin dann noch in den Laden, habe mir zwei Fertig-Lasagnen gekauft, habe ich noch nie gemacht. Ich bin aber wie paralysiert da rein in den Laden. Habe dann noch ein bisschen Wein mitgenommen, habe dann noch Holz und Zeitz dort getroffen. Holz hat noch im Laden geheult und wollen wir nicht zur Tusche fahren? Und also ich sage, ich möchte nicht. Ich will mich nirgendwo, weil das selbst sowas geht dann nach hinten los. Ja, dann haben wir überlegt, ob wir uns mit Kollegen der Geschäftsstelle irgendwo hinsetzen und irgendeine Kneipe. Sage ich, das bringt nichts. Erstens, jeder hört, also ich habe gesagt, ich gehe nach Hause, wenn irgendjemand Lust hat, ich habe alles da. Ich habe eine kleine Wohnung noch hier in Cottbus gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich sage, kann jeder vorbeikommen, aber raus in die Öffentlichkeit, das macht dann keinen Sinn. Und ich weiß, dass ich dann mit einem Kollegen aus der Geschäftsstelle wirklich da gesessen habe und wir haben, ich glaube, wir haben 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden nur nebeneinander gesessen auf der Couch. Es lief der Eurovision Song Contest. Ich habe keine Ahnung, wer dort, wann, welchen, nichts, gar nichts. Wir saßen einfach nur da, haben da irgendwie einen Weißwein uns reingeleiert, haben da die Lasagne gegessen und haben eigentlich nichts anderes gesagt, außer Regionalliga. Das musst du dir mal vorstellen. FC Energie Cottbus, Regionalliga. Wir konnten gar nicht, also man war viel zu,
traurig, um irgendwie die Sache nochmal auszudiskutieren. Also das weiß nicht. Das erinnert mich tatsächlich an das, was ich gemacht habe, weil ich hatte danach noch eine Schicht in meinem Mini-Ferienjob damals und da hat mich auch ein Kumpel besucht, der auch im Stadion war. Ich hatte wenig zu tun und genauso ging es mir auch, so von wegen Regionalliga. Und dann haben wir mal auf fußball.de geguckt, wer spielt denn da eigentlich? Ne? Und dann siehst du da so einen Gegner wie Schönberg und weiß ich, wer da rumgekickt das hat. Sind dann, das sind dann und so, ich habe dann wirklich 2 Tage, ich habe an dem Abend das Handy auch ausgemacht, weil ich wusste, dass viel passiert, ne? Über Facebook und so. Und natürlich auch viele Freunde, die das mitverfolgt haben, ob nur Cottbus-Fans oder auch von anderen Vereinen deutschlandweit. Und ach, das ging einfach nicht. Ich hatte dann 2 Tage wirklich das Handy aus, wie ich es dann irgendwann mal wieder angemacht habe. Dann habe ich auch mal einen Post verfasst. Fassungslosigkeit, Leere, das war echt, das wirklich nur da. Irgendwie den kompletten nächsten Tag auch noch. Ich glaube, so ging es aber auch jedem. Natürlich, wie wir alle nach Hause. Diese Stille. Die Krieg Gänsehaut. Diese Stille nach dem Abpfiff, beziehungsweise nicht die Stille nach dem Abpfiff, sondern nach dem 3:2. Ja. Also das war hier, das war wirklich rein sportlich und so der schlimmste Moment in meinem Leben. Und ich hoffe, dass wir sowas nie wieder erleben müssen. Ja. 2 Dinge noch zu und dann wollen wir den schlimmsten Moment abhaken. Punkt Nummer 1, da seht ihr mal, wie jung ihr seid. Ich habe schon Cottbus in der Regionalliga spielen sehen. Ja. Und das war schon ein bisschen länger her. Und Punkt Nummer 2, Nico, ich glaube, den nächsten Podcast müssen wir dann mit Daniel Bohl machen, weil der hat nämlich damals als Kapitän bei der U23 Mainz gespielt. Und da müssen wir ihm mal richtig auf den Zahn fühlen, was ihm einfällt, in den letzten 6 Minuten noch mit seiner Mannschaft 2 Tore zu schießen. Man muss aber auch sagen, dass wir uns, glaube ich, auch sehr, sehr doof angestellt haben. Also selbst die Ballkinder haben auf Zeit gespielt an dem Tag. Normalerweise müsstest du jeden Ball, den du kriegst, in diesen letzten Minuten dieses schrecklichen Spiels raushauen. Der muss auf der Tangente landen, der muss in der Spree landen, nur nicht irgendwo im Stadion. Und die Ballkinder ganz entspannt, ja, hier hast du Zeitspiel, ist da so ein kleines Zauberwort. Ich glaube, dass wir uns da doof angestellt haben. Und ja, wir haben ja die fast eingeladen, dort ein Tor zu machen, ne? Gerade das 2:2. Also. Ja, das egal, wir wollen es abhaken. Ja, genau, da duckt sich damit immer der Verteidiger vom Ball weg. Ist auch egal, alles merkwürdig. Aber es hat. Ja, Robin Scharker, genau. Aber es hat einfach gepasst. So wie dein Tag begonnen hat mit dem Hund, so ist er dann auch wahrscheinlich. Ja, das war Katastrophe. Ich habe dann, ich weiß nicht, war da Montag noch frei? War das irgendwie. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich länger in der Wohnung. Ich habe dann irgendwann am Montag mit Pele telefoniert. Wir hatten die letzten 5 Spiele, die er da mit uns gemacht hat, jetzt nicht so in Kontakt, aber wir kannten es dann noch von einem Tag vorher. Also ich habe dann irgendwann mit Pele jedenfalls telefoniert und da ging es darum, ob er weiter Trainer bleibt oder nicht. Er wollte oder will und da muss man natürlich Gespräche sprechen, kann er nichts. Aber das war dann, nachdem wir, glaube ich, 1/2 Minute über dieses Spiel gesprochen haben, gesagt haben, was ist da los, so Pele, dann wieder ein bisschen positives Feedback, wo das okay und dann kam ja irgendwann dann diese jetzt erst recht Stimmung auf, ne, von allen. Und dann wurde es ja auch besser, wie wir ja alle wissen. Und also total deprimierend. Also man kann jedes Mal drüber reden, es wird immer traurig sein. Also das war jetzt gar nicht geplant. Frank, jetzt müssen wir die positive Energie hier mal ein bisschen in das Gespräch reinbringen. Wir hatten ja, oder auch du an der Seitenlinie hattest ja auch schöne Momente. Ich würde sagen, kommen wir einfach mal zu denen. Frank, vielleicht hast du passend dazu ja noch ein Bild, was diese positive Energie, die jetzt, sag ich mal, die letzten 2, 2,5 Jahre gekommen ist, ein bisschen gut zusammenfasst. Ja, da sind einige dabei. Ja, das war Gewinn Landespokal. Hier gegen Luckenwalde, wenn mich nicht alles täuscht. Am Männertag müsste das gewesen sein, war das das Spiel? Ja? Genau, da gab es diese T-Shirts, ja, und haben wir uns gefreut. Da bin ich einfach vorgegangen und habe mal ein Foto gemacht mit dem Pokal. War jetzt so nicht geplant, aber die Leute haben es gesehen. War aber auch noch nicht die Aufstiegssaison, ne? Also war, genau, kann ich mich recht entsinnen. Bin dann in Babelsberg ohne Siege. Aber gibt es sonst, also das ist ja, ich mal, die Niederung der Regionalliga, du hast ja auch schon höherklassig, warst du ja schon bei uns. Gibt es sonst noch wirklich Highlights, wo du sagst, an das erinnere ich mich gerne als Fan, als Stadionsprecher oder aber als Geschäftsstellenmitarbeiter? Also als Fan, damals Spiele, die wir hier in der ersten Liga hatten, ob du nur gegen Bayern gewonnen hast und solche Sachen, das ist natürlich, also das ist unvergessen, aber ganz die persönlichen Sachen, dann die ersten Spiele als Stadionsprecher, das erste Heimspiel hatten wir gegen Düsseldorf, das war jetzt noch nicht so spektakulär, das war mein erstes Spiel als Ligaspiel als Stadionsprecher und danach hatten wir dann schon dieses legendäre Spiel gegen den KSC. Das 5-5. Ja, das 5-5, wo wir 4-0 geführt, nee, warte mal. 2-0 geführt, 4-2 hinten. Ja, also wir haben 2-0 geführt,
schön gefeiert, so, ne, alles klar. Dann haben wir 4-2, mit 4-2 sind wir in die Pause gegangen. Und dann weiß ich noch, dass sie wieder hochging, dort, wo ich dann immer zwischen ABC und D-Block, da gehe ich ja immer hoch. Und dann stand Thomas Helmer noch da, der damals für, ich weiß nicht, hieß es da DSF noch oder Sport 1, keine Ahnung, schon Sport 1, ich glaube aber, hat er gesagt, ein bisschen viel gefeiert beim 2-0, wa? Da sage ich, Helmer, Sie wissen doch auch ein Spiel, das dauert 90 Minuten, da ist noch alles drin. So, und dann sind die Fans oder sind die Jungs da wieder rausgekommen und ich habe gesagt, wir geben dich auf und hier und wir halten zusammen und FDNL Cottbus so. Und dann haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Minuten gespielt, dann stand es 5-2 und ich dachte, ja, das ging vielleicht ein bisschen nach hinten los, vielleicht hat der Herr Helmer auch recht. Und dann haben wir uns aber noch auf dieses krasse 5-5 dann, also es war ja Wahnsinn. Also das ist so natürlich ein Spiel, was mir völlig im Kopf geblieben ist. Auch als ich dann den Herrn Helmer noch, als ich dann zum Parkplatz ging, noch im Auto sitzen saß und ich an die Scheibe klopf habe, klopf, klopf, Herr Helmer, sag ich doch, 90 Minuten, ne? Hat er aber, also war ja, ja, hat er auch gesagt, ach, was war denn da los, ist ja Wahnsinn und hey. Nur Pele war nicht zufrieden, weil wenn du 2-0 führst zu Hause, kannst du nicht mit 4-2 in die Pause gehen. Und du kannst zu Hause nicht 5 Gegentore schlucken. Auch das, geht das gar ja. Nicht. Nee, dann gibt es viele, viele großartige Erlebnisse, ja. Ob das auch die DFB-Pokalspiele waren, ob gegen HSV, wo wir es in die Verlängerung geschafft haben, ob gegen Stuttgart, ob gegen Freiburg. Klar war das alles dann ein trauriger Ausgang oder kein positiver für uns jedenfalls, ja, weil sonst wären wir eine Runde weitergekommen. Aber diese Spiele und was dann möglich ist hier im Stadion, also was das dann für ein Selbstläufer ist, wenn du geil spielst und dann nochmal ausgleichst und dann die und dann das und dann in die Verlängerung, was schon eigentlich ein Gewinn ist, ja, gegen den Erstligisten, wenn du in der Regionalliga spielst oder in der dritten Liga. Also das waren schon geile Sachen. Ja, nicht so schöne Sachen gibt es auch. Wolltest du bestimmt gerade fragen, wa? Nee. Das nicht so schöne hatten wir ja schon mit dem Abstieg. Nee, aber so Situationen, oder hast du sonst noch welche, so Situationen, die mir auch nie aus dem Kopf gingen, als wir gegen Osnabrück gespielt haben. Ich weiß nicht, kann sich dann mit Flamo Castrati, oh je, um Gottes Willen. Von Brenzka dann in Höhe der Mittellinie, ja, ja. Da und dann stehst du da und weißt nicht, war ja auch relativ am Anfang meiner Stadionsprecherkarriere, sagen wir es mal so. Das war schon grausam, ne? Und dann musste der die 15 Minuten noch nachspielen lassen und keiner ist. Ja, das war ja kein Fußballspiel, der Schiri hätte ja gleich abpfeifen können. Ja, hätte er, aber ich glaube, das wäre nicht regelkonform gewesen. Also muss er das irgendwie. Aber das sind halt so Momente, die kann man auch nicht voraussehen. Das passiert und dann musst du irgendwie entscheiden. Jeder Spielverlauf, den kannst du nicht voraussehen. Und musst du gucken, wie sind die Fans drauf? Macht das da Sinn, irgendwas zu sagen? Hältst du dann vielleicht mal lieber die Klappe? Oder bringt eine Motivation was? Oder halt nicht, weil dann sagen die, boah, ich brauche mein 3-0 nicht mehr in den letzten 5 Minuten aufstehen. Weil, Ich glaube, du solltest ein Buch schreiben. Wieso? Hast du dich schon mal dran gedacht, ein Buch zu schreiben? Mein Leben als Stadionsprecher? Da gibt es so viele Geschichten. Ich könnte wahrscheinlich eins voll kriegen, aber ich rede lieber. Du hast gerade gesagt, du redest lieber und du hattest es ja auch schon angekündigt, beziehungsweise schon mal beiläufig erwähnt. Du hast auch für die Sehbehindertenfans, ja, hast du auch Spiele kommentiert. Wir von Energie FM machen das ja seit knapp 4 Jahren ja auch mittlerweile. Ja, genau. Warum hast du es abgegeben und wie kamst du überhaupt dazu? Es kam dazu, 2006 war die Weltmeisterschaft bei uns in Deutschland, ne? Genau. Und zu dem Zeitpunkt war das schon in der ersten Liga, glaube ich, sogar Lizenzauflage, dass es sowas gab. Ich will jetzt aber nicht was Falsches sagen, weil sich da ständig irgendwie was ändert. Und dann sollte es in der zweiten und dritten Liga auch angeboten werden, nach diesen 2006, weil die jetzt nochmal deutschlandweit getestet haben und das ist super angekommen. Und da hat man mich dann von Vereinsseite aus gefragt, weil ich halt schon die Energieshow, habe ich da die Energieshow schon gemacht? Glaube ich nicht. Habe ich nicht gemacht, stimmt auch nicht, weil ich erst 2005 angefangen habe bei Radio Cottbus und 2006, aber ich war halt immer auch bei den Pressekonferenzen und so Sachen mit dabei. Und die haben dann halt gefragt, kannst du dir das vorstellen? Also das komplette Spiel durchzukommentieren, ja. Und wenn du irgendwie ein bisschen sportaffin bist und beim Radio arbeitest, dann sind so eine Reportagen natürlich coole Sachen, willst du mal machen. Na, und dann haben wir das probiert. War um Gottes Willen im Leben nicht professionell oder irgendwie sowas. Ja, wie machst du das? Und dann hast du da die Aufstellung von denen, dann weißt du nicht mal, wie die anderen ausgesprochen werden, weil so war das noch nicht in meinem Kopf, dass ich mich dann professionell damit befassen sollte oder musste, ja, eigentlich, um es ein bisschen rüberzubringen. Und dann habe ich das, bis 2010 gemacht und dann konnte ich ja nicht mehr, weil ich Stadionsprecher war. Ja. Aber es war auch eine coole Zeit, auch mit den Sehbehinderten, die dann da drüben gesessen haben. Das waren ja streckenweise 10 bis 15 noch zu Erstliga-Zeiten.
Ich glaube, 20 Empfänger hatten wir. Also kann man sich so vorstellen, dass die quasi mit einem Empfänger da sitzen, wo Kopfhörer dran sind. Und ich drüben saß mit einem Sender und einem Headset. Und dann ging es los. Das ist ja immer noch so eigentlich. Also es gibt kein Headset, aber halt. Ja, und mit Mikro. Ja, nur, dass man sich das vorstellen kann, wie sowas funktioniert. Ach, und dann war ich zur Halbzeit mal drüben und dann haben die immer dann irgendwelche Fehler, die ich da mal. Ich habe ja wirklich eine Dreiviertelstunde nur durcherzählt. Also das war ja komplett ohne Pause. Und dann haben sie mal Ricken auf Dings und Dings auf Ricken. Hihihi, haben sie dann immer gegackert drüben. Da haben sie gezählt, wie oft ich gegähnt habe. Weil irgendwann ist ja mal der Sauerstoff oben aus dem Körper und dann gähnst du auf einmal. Dann habe ich schon auf stumm geschaltet. Aber selbst das haben die dann mitgezählt. Hast du wieder dreimal gegähnt in der ersten Halbzeit, war? Also total niedlich. Das passt ja auf uns ganz gut. Also ich war zum Glück noch nicht in der Lage, mal ein Spiel alleine zu kommentieren. Frank, du hast es, glaube ich, schon. Du bist ja unsere Allzweckwaffe, wenn man einer aus dem Energie-FM-Team nicht kann. Frank, du hast auf jeden Fall auch schon ein Spiel alleine kommentiert. Und ich bin auf jeden Fall dir immer dankbar, weil du springst, glaube ich, immer ein, wenn ich alleine hätte kommentieren müsste. Also ich bin froh, dass ich das noch nicht machen musste, weil mir fehlt ja teilweise schon nach einem normalen Spiel, wenn wir zu zweit kommentieren, die Stimme, will ich nicht wissen, wie das alleine ist. Schon. Ihr macht es ja auch, ihr habt ja noch viele, viele Hintergrundinformationen. Ihr seid ja auch ganz nah dran. In Zeiten von Social Media hast du ja eine Informationsflut, das ist ja Wahnsinn. Das war ja zu meiner Zeit war das noch nicht so. Naja, da war Facebook noch nicht da, da hatten wir StudiVZ, Freunde, und Jappi. So, aber da gab es ja das noch nicht. Da war ja dieser ganze Informationsfluss nicht da. Also habe ich mich zu dem Zeitpunkt auch nur oder größtenteils darauf beschränkt, das Spielgeschehen zu kommentieren. Ist ja auch nicht kommentieren. Ich war mal bei so einer Schulung in Dortmund von DFL und vom DFB, die dann auch Manni Breukmann als Kommentator, ich weiß nicht, ob dir das was schön. War, ne? Der hat dort Dr. Markus Merk, der dort Vorträge gehalten hat für Tatsachenentscheidungen und immer, ihr müsst immer für die Schiedsrichter, ja, ist schon klar, dann pfeif ordentlich. Nein, ja, aber nur, dass man da nicht noch irgendwie irgendwelche negativen Sachen schürt. Und da haben wir auch überlegt, du kommentierst ja nicht. Also ich habe ja nicht kommentiert, sondern du bist ja blind Reporter. Gibt es nur noch kein Verb dafür. Also reportieren gibt es nicht an sich irgendwie. Dass wir dann überlegt haben, was machen wir eigentlich? Du kommentierst, du moderierst du? Nee, wie ist das? Also eigentlich nur eine Reportage. Du erzählst einfach relativ wertfrei, was dort unten passiert, ja? Dann habe ich das viel mit, damit die sich das vorstellen können, die Sehbehinderten und Blinden, in welcher Höhe sind die, wo ist jetzt die Ecke, wo ist der Einwurf, wer macht das, wer ist am Ball, wer spielt wohin, ja, Höhe, Fünfer, solche Sachen. Dann muss natürlich auf so eine Sache, oder habe ich dann reagieren müssen, warum pfeifen die jetzt zum Beispiel, ne? Wenn da irgendwie der kleine dicke Ailton da dran war, ja, weil er vorher gefoult hat und immer, wenn er jetzt dran ist, pfeifen die. Aber das sehen die ja nicht, also. Das sind doch die berühmten Lückenfüller, die wir alle kennen. Also, dass man irgendwie Zeit rausholt, damit die, weil ich sag mal, sobald du in einem Radio, sag ich mal, 5 Sekunden nichts sagst, denken die alle, die Verbindung ist ja. unterbrochen. Ich kann mich daran erinnern, beim BFC letztes Jahr, mit Stefan kommentiert, und die kam aber erst irgendwie 10 Minuten nach Anpfiff raus, aber die Einlaufmusik lief schon und wir schon Aufstellung abgearbeitet, ja, und dann sitzt du halt da und sagst, ja, also wir könnten jetzt anfangen mit dem Spiel, ihr kennt die Aufstellungen, aber wir sehen noch keine Mannschaften. Und dann musst du halt überlegen, ja, und Wetter, ja, und Stadion. Und ja, mal gucken, welche Trikots sie heute anhaben. Und hier, der hat so viel Tore. Ja, aber mittlerweile ist es ja so, dann loggst du dich nebenbei noch mal kurz bei Facebook ein und guckst, was Vitteriti gepostet hat. Ja, und da kannst du, so, das war ja halt tatsächlich nicht da. Also die Energieshow gab es ja damals auch, die habe ich immer redaktionell noch ein bisschen mit begleitet. Mit Ronny Gersch und Markus Roder, die haben das ja angefangen zu machen, und da konntest du wenigstens ein paar Informationen, aber ansonsten. Kann schon nicht schaden, wenn man sich ein bisschen notfalls auskennt, nicht? Naja, aber wenn man notfalls immer so 1-2 Fakten auf jeden Fall vorher recherchiert hat, die man dann im Spiel einbauen kann, das ist ja quasi ja das Rezept dafür, wenn man mal in einer Spielunterbrechung den Faden nicht verlieren will, sag ich mal. Ja, wobei ich Benni da aber auch sehr, sehr, nur beipflichten kann. Also alleine spreche ich schon mal doof, weil du kannst nicht Luft holen. Du kannst, wenn du jetzt mal husten musst, das zu zweit immer schon besser. Und wie du schon sagst, du musst ja auch den Hörern, egal ob es jetzt die Sehbehinderten sind oder so bei uns auch dem Fall, du musst dem Hörer ja das Kopfkino anschalten. Und dann kannst du dir sagen, der spielt jetzt zu Vitteriti, sondern er spielt links raus zu Vitteriti. Genau. Und der ist jetzt in der und der Hälfte. Und das ist alleine ziemlich schwierig. Ja. Deswegen, wie gesagt, umso bemerkenswerter, dass du das 4 Jahre lang gemacht hast. Alleine, das muss man dazu sagen, wir machen es ja zu zweit, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und das mit den Sehbehinderten, ich muss ehrlich sagen, ich war noch nicht drüben, aber ich habe es mir vorgenommen. Aber der Ulf war zum Beispiel mal drüben, und der kam da an, also die Geschichte erzählt er auch sehr gerne.
und sagte, und der hat noch gar nicht gesagt, hallo, ich bin der Ulf. Und der hat irgendwas was gesagt. Haben Sie es gleich gehört, oder? Ich habe nicht gehört, du bist der Ulf. Ja. Und wie du auch sagtest, da wird fünfmal das Gehen vorgelesen. Ja, ja. Oder, also das macht Spaß. Also, ja, die hören halt auf Wahnsinn. Ganz andere Sachen. Ja, wenn du dich mal irgendwie versprichst aus Versehen und das geht dann einfach drüber, du wirst ja dann auch schneller, wenn dann ein Angriff ist, dass du dann schneller über die rechte Seite und dann bringst, du, 1, 2, 3, ne? Dass die das dann halt, freuen die sich, ja. Und so muss es ja auch sein, aber ganz sympathisch. Wollen wir mal vom Fußball ein bisschen abschweifen? Oh Gott. Benni, du hast bei Radio Cottbus gemacht, du hast dann, du warst bei Radio Cottbus Moderator, du warst dann auch bei BB Radio, ja. im Frühstücksradio. Und sag mal ganz ehrlich, wie kann man so früh beim Frühstücksradio schon so eine scheiß gute Laune haben? Ich bin tatsächlich früh immer gut gelaunt. Das gibt Leute, die können das nicht leiden. Und es gibt Leute, die sagen, hey, okay, das weiß ich nicht. Also das war weder aufgesetzt, also ich habe da jetzt nicht irgendwie versucht, gute Laune zu haben, weil es war ja auch nicht immer. Ne? Manchmal hast du dann halt dann einen schlechten Tag, gerade wenn du irgendwie ein doofes Sonntagsspiel hast oder die Abstiegssaison aus der zweiten Liga, die ja auch sehr an den Nerven ja gezerrt hat, wo du dann sagst, oh, redet, lass uns einfach nicht drüber reden. So, ne? Ansonsten brauche ich einen Kaffee und das ist gut, dann geht's los. 4 Uhr hat der Wecker geklingelt, kurz mal hier anziehen, Haare machen. Damals hatte ich noch Haare. ging aber auch schnell. Das geht, dauert bei mir und auch nicht los mehr geht's. Und los geht's. Ich habe ja nur 2,5 Kilometer vom Sender entfernt gewohnt. Also auch das war ganz cool. Da bist du 3 Minuten mit dem Auto da gewesen. Jetzt kommt der ein oder andere wieder und sagt, dann wärst du doch Fahrrad gefahren. Nee, du willst früh um 4.30 Uhr kein Fahrrad fahren. So, ist es so, ist einfach so. Und auch, du musst ja in dem Job auch viel mobil sein und dann weißt du nicht früh, wo du Nachmittag bist. Und dann bist du halt einfach mit dem Auto besser dran. Dich haben sie auch ganz gerne mal in die Gesangskabine gesteckt, wenn ich das so richtig ja, in Erinnerung habe. Ja, da musste hab, der oder? Tontechniker, aber da hat er aber Höchstleistung gebracht, das muss ich immer sagen. Wenn ich das so, also ich habe ja oft BB Radio gehört und da erinnert man sich natürlich an den einen oder anderen Jingle, den du da eingesungen hast, obwohl ich ja glaube, bei dem Lied mit dem Alexander Knappe, da bist du ja nur im Video präsent. Nur Video präsent, wir haben den Text zusammen geschrieben, ja. Also Alex natürlich federführend, ist klar, aber wir haben da noch ein paar Sachen umgeschrieben, weil manche Sachen vielleicht nicht so gepasst haben. Weil ich dann noch ein bisschen hier mehr verwurzelt war, weil er in Berlin gewohnt hat, dann wollten wir irgendwie die Perle der Lausitz. Ja, ist aber Cottbus, ja, ist ja nicht die Perle der Lausitz, das ist ja Spremberg. Und von da, das ist nur ein Ding, wo ich gesagt habe, da müssen wir noch machen. Ja, ich weiß nicht, Frank, ich habe jetzt hier noch ein Bild extra offen gehabt, das geht nochmal, jetzt wollten wir eigentlich vom Fußball weg, weil ich dachte, wenn wir schon über die guten Zeiten sprechen, dann muss man auch wenigstens um den Aufstieg sprechen. Ich hatte hier jetzt nochmal mir ein Bild rausgesucht. Darüber können wir auch reden. Nee, das war kein Aufstiegsbild mit Vitoritte. Ein richtiges Aufstiegsbild. Haben wir gar nicht. Aber hier, der Dicke in dem Relegationsshirt, das bin auch ich. Was ist denn das für eine Sonnenbrille? Die ist aus dem Fan-Container. Steht mir nicht übrigens, sehe ich gerade. Das sieht ja fürchterlich aus. Nee, aber das war... Das war auch eine schöne Zeit. Also die Relegationsspiele, ich weiß noch, wir haben ja auch das Hinspiel in Kiel gegen Weiche Flensburg ja mit Public Viewing hier begleitet im Stadion, wo wir auch, also waren mehr da, als wir dachten. Ich glaube, wir waren fast 2000 oder so. Will ich jetzt aber mich auch nicht aus dem Fenster lehnen und das, also ich nicht auf die Zahl festhämmern, bitte. Und das war ja auch, also da führst du 3-0 und dann noch das 2-3 und dann denkst du dir, spannend. Eigentlich ist dieses 3-3 schon ganz schön in der Luft, ne? Und dann kommen die hierher. Aber die hatten ja auch nicht wirklich Ambitionen, glaube ich, irgendwie aufzusteigen. Ich glaube, die wollten. Also die sind ja sehr lustig gewesen. Also auch mit der, ich weiß nicht, ob das alle mitgekriegt haben, aber als die dann einen eingewechselt haben, da haben wir die Nummer nicht hingehauen. Da musste ich noch runter, sage ich, ja, da sagt er, die 5 hat die 8 dann und die 8 ist jetzt die 28. Ja, aber da ist nur eine 8 drauf und da musst du noch eine 2 irgendwie vorne rankleben und dann ist die während des Spiels abgelaufen, abgefallen. Also da lasse dich tot. Und ich glaube, dass wir viel auch gejubelt haben, einfach, dass das Spiel vorbei war. Nicht, weil wir aufgestiegen sind, sondern dieses Spiel, dass das vorbei war. Das ja, war ja so ein C Nerven, und 0-0 ja. Und ach, irgendwie. Aber merkst du, wir sind schon wieder beim Fußball. Naja, ist ja so. Naja, das ist ja. Nun ist deine Radiokarriere erstmal beendet. Und du machst momentan, wenn ich mich richtig informiert habe, ein Sportmanagement-Studium. Studium für Sportmanagement und Marketing in der Hochschule Wismar. Wie vereint sich das? Weil Wismar Cottbus ist ja nicht gerade um die Ecke. Ich habe das damals, als ich noch im Radio gearbeitet habe, jetzt muss ich lügen, ich glaube 2014 habe ich angefangen dann zu studieren, als dann damals hatte ich noch die Sendung gehabt mit Jürgen Karney und Marlit und das war sehr schön und dann ist das aber auch irgendwie auseinandergegangen und dann habe ich gedacht, ja, Radio ist halt auch eine endliche Geschichte.
irgendwann ist mal Schluss. Man kann vielleicht irgendwann später nochmal wieder anfangen, aber ich war dann auch paar 30 und dann willst du auch nicht mehr der Dauersingle und Brüste. Ja, man wird ja auch irgendwann mal erwachsen. Ja? Und wenn das dann von dir verlangt wird und man sich schwierig weiterentwickeln kann, dann habe ich dann gedacht, okay, irgendwann wird diese Sache auch für mich zu Ende sein. Mit 35 habe ich dann gesagt, würde ich dann nicht mehr in der Funktion oder in der Rolle in der Show dort arbeiten, wo Rolle jetzt nicht falsch verstehen. Also es ist nicht, was ich gespielt habe, das war schon alles echt. Aber irgendwann musste mal den Schritt gehen, wo man mal ein Happen seriöser wird. Und da habe ich dann halt ein Fernstudium angefangen, wollte sowieso in die Sport-Ecke so ein bisschen gehen. Und da habe ich das dann an der Hochschule Wismar, Wings heißt das, das ist ein Fernstudium dort, habe ich das gesehen, das war super, super strukturiert und das macht Spaß. Man braucht sein Gehirn mal wieder. Naja, so ist es, wenn man da, wenn man im Radio arbeitet, man muss halt nicht viel machen. Ja? Morgenshow ist dann immer, ja, wir bereiten das mal vor, beziehungsweise hatte ich ja viele Sachen, die nicht geschrieben sind, sondern die einfach spontan kamen. Und ansonsten brauchte man halt nicht viel machen. Und da warst du um 12 zu Hause und dann hast du aber noch viele Freunde, die geregelte Arbeitszeiten haben, sag ich mal, oder menschliche Arbeitszeiten. So, und was machst du da bis 17 Uhr? So viel spazieren gehen und so viel Fußball gucken kannst du gar nicht. So, und ich bin auch nicht so ein Typ, so ein Seriengucker-Typ oder irgendwie an der Playstation-Hänger, sodass ich gesagt habe, nee, gebrauch dich mal selbst wieder. Ja, das hört sich jetzt sehr philosophisch an, aber ist halt einfach so. Und dann habe ich dann angefangen und wenn man dann mal wieder Mathe hat und dann geht es hier irgendwie, ja, ne, hier Kurvendiskussion oder was hier mit irgendwelchen Funktionen und dann sagt die Professorin, ja, das machen sie einfach mit der Polynomdivision, das wissen sie ja. Nee, ja, weiß ich nicht. So, und dann lässt du dir über YouTube vom 12-Jährigen die Polynomdivision erklären und dann kannst du immer deine Prüfung schreiben. Nee, das ist cool, das ist halt 7 Semester geht das Studium. Habe jetzt das 5. Semester abgeschlossen, habe jetzt aber seit Januar, Februar, März quasi jetzt erstmal ein Urlaubssemester eingelegt, wegen der neuen Arbeit auch, dass man hier richtig ankommt, sich vernünftig einarbeitet. Der Umzug steht nach Cottbus jetzt an von Potsdam und da nebenbei noch irgendwie 2 Praxisarbeiten schreiben und noch 5 Module belegen, das ist einfach, das ist zeitlich nicht möglich und klar kann man das alles mit 4 irgendwie bestehen, aber das ist jetzt auch nicht das Ziel. Am Anfang sagst du immer, ach egal, Hauptsache eine 4, Freunde. So, dann merkst du aber, ach, du, wenn du 3 bist du schon zu haben, also steuerst du mal auf eine 2. Deswegen habe ich einfach ein Urlaubssemester eingereicht und werde dann im September wieder loslegen. Und wenn du dann fertig bist, wie sehen denn deine Zukunftspläne aus? Also was könntest du dir da vorstellen? Du hast dann das Management- und Marketingstudium fertig. Könntest du da weiter bei Energie Cottbus das vorstellen? Ja, das ist schon ein Ziel. Ne? Also ich wäre jetzt blöd, wenn ich sage, nee, ich möchte dann gerne bei Chemnitz arbeiten oder bei Zwickau. Besser als Dresden. Oder bei Dresden, ja, ganz groß hinaus. Nein, ich glaube, dass das schon immer Ziel ist und Ziel war, bei Energie Cottbus zu arbeiten. Deswegen ist auch der Traum echt in Erfüllung gegangen, dass ich jetzt hier arbeiten darf, dass ich mein Büro habe. Die Leute sind einfach unglaublich toll. Wie gesagt, seit 2006 habe ich ja intensiver mit dem Verein zu tun. Seit 2010 dann noch mehr, als ich dann Stadionsprecher war oder seitdem ich Stadionsprecher bin, wo man sagt, okay, man trifft sich mal 2,5 Stunden vorher, aber ich war teilweise 3,5 Stunden vorher da, Kaffee geholt und dann noch dort das Büro ein bisschen quatschen und das war einfach, das ist eine schöne Sache, das ist sehr familiär hier, ich bewerte das als positiv und ja, dass das jetzt irgendwann dann geklappt hat, dass ich hier arbeiten darf. Da bin ich vielen Leuten auch sehr dankbar, dass das so kurzfristig nach dieser doch sehr ruckartigen oder spontanen Kündigung im Sender dann aufgehört oder als ich dann dort aufgehört habe, hier dann direkt fast nahtlos einsteigen konnte. Ist nicht selbstverständlich, das muss man halt einfach auch so sagen. Das sind ja auch im Verein Gremien, wo das durchgeht. Ja, da unterschreibt nicht nur irgendein Geschäftsführer oder wie es auf dem freien Markt ist, sage ich jetzt mal blöd. Ja, das bewirbst du dich beim Geschäftsführer, der macht einen Kringel drunter und jetzt hast du einen Vertrag. Sondern das wird ja hier doch durchaus auch mal beraten. Ist ja irgendwo auch, ich will nicht sagen vielleicht ein Traum, aber ich sag mal, wenn du mit für deinen Lieblingsverein arbeiten kannst, ist das ja schon sicherlich was völlig anderes, als wenn du einen normalen Bürojob jetzt irgendwo anders. Ich war noch nie irgendwie der Typ so für Bürojobs. Ich habe es aber ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert. Selbst BB-Radio ist mein Sender gewesen. Ich kann mir auch ehrlich gesagt keinen anderen großen Radiosender vorstellen. Da bin ich auch ganz offen, ganz ehrlich. Ich kann auch nicht nach Berlin wechseln und sagen, Berlin ist die tollste Stadt der Welt, weil ich das nicht denke. Leider. Ja. Berlin gibt mir überhaupt nichts. Ja. Ich bin Brandenburger und wenn ich sage, Brandenburg ist das geilste Bundesland der Welt, dann stehe ich dazu.
Dann ist es tatsächlich so, ja. Da kannst du auch nicht nach Rostock gehen. Da hatte ich auch Gespräche dann nach meinem Ausscheiden bei BB Radio, wo ich dabei sage, ich kann da nicht hingehen. Jetzt nicht wegen Hansa Rostock. Ich liebe die Ostsee auch, ist alles super, ja. Strand und wenn die Sonne von vorne und ein schönes Bierchen da unten am Strand zischen, ist auch gut. Aber ach, ich bin halt Cottbusser und das darfst du dann auch dort wieder nicht sagen. Ja, dann sagen ja, die, dann darfst du aber nicht sagen, dass du Stadionsprecher bei Cottbus bist. Da sage ich, wow, wie soll ich da authentisch sein? Also wie soll ich da ich sein, wenn ich das nicht sagen kann? Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt haben wir hier, also der Frank hat noch was Schönes recherchiert. Du warst auf der Lausitzer Sportschule. Ja. Etwas, was ich nicht wusste, das hat nee, Frank herausgefunden. So sehe ich auch nicht mehr aus, aber so habe ich ehrlich nie ausgesehen. Aber dann, wenn du nie so ausgesehen hast, erzähl doch mal, was da los war, weil da kommt man ja eigentlich auch nicht jetzt einfach so hoch. Oder welcher Sportart? Wenn ich jetzt sage Leichtathletik, dann lachen die Nächsten wieder. Der kleine Ding. Ich weiß nicht. Also. Nee, richtig, das war mein Metier. Nee, es war so, dass ich schon immer auch sportaffin war, also mich gerne bewegt habe. Ich habe beim Fußball gespielt bei der SG Groß Garklo. Das war mehr oder weniger, das war nie erfolgreich eigentlich. Das war wirklich, ich war wirklich sehr erfolglos, was Fußball angeht. Welche Position hast du gespielt? Abwehr. Wir haben teilweise 27-2 verloren. Wir hatten aber auch einen schlechten Torwart, möchte ich an der Stelle mal gesagt haben. Ja, an dir hat es nicht gelegen. Doch. Okay. Ehrlich gesagt, ja. Gut, und der gegnerische Trainer hat sich auch direkt dann auf meine Seite eingestellt und hat gemerkt, okay, bei dem kommen wir vorbei, immer eigentlich. Ich liebe Fußball, ja, aber ich kann auch nicht mehr als zweimal jonglieren. Ich bin da einfach, mein Körper ist nicht gemacht dafür. Es ist gut, dass du jetzt da und nicht auf dem Feld stehst. Das war ja. Ich glaube, von uns dreien hat, glaube ich, Nico die erfolgreichere Karriere, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe 4 Jahre bei Eiche Brahes gespielt und ich habe 3 Spiele von Anfang an gemacht und den Rest wurde ich nur eingewechselt, wenn wir entweder gnadenlos hinten gelegen haben oder geführt haben. Damit du mal ein bisschen Spielpraxis kriegst. Nee, ich war dann relativ spät, war ich dann auch, oder zum Ende meiner Fußballkarriere, die dann nach 1,5 Jahren schon endete übrigens, oder 3 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange ich da war. Doch 1. bis 3. Klasse habe ich Fußball gespielt dort. Habe ich mich viel um die Getränke für meine Sportskameraden gekümmert. Da hat der Trainer, der hat irgendwann mal ein legendärer Spruch, den haben mir meine Eltern immer noch, hat er gesagt, Benni, jetzt nimm doch mal die Hände aus den Taschen. Und das ist wirklich für einen Fußballspieler suboptimal. Da gab es noch diese Hoden, wo noch Taschen, weißt du, ein Taschentuch mit drin. Und da hatten wir noch Taschen. Warum sind die dann, wenn mich die Hände nicht rein? Und dann habe ich da gestanden. Katastrophe. Habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, dass es nicht so richtig gut war. Und dann habe ich aber in der Grundschule trotzdem immer noch, da haben wir an Stadtschulmeisterschaften, so hieß das, teilgenommen hier im Max-Reimann-Stadion, im Sportzentrum. Und da war ich im Weitsprung ganz gut. Kann man sich auch nicht, aber es war tatsächlich so. Und dann sind ja auch Lehrer da von der Sportschule, logischerweise, die dann Sichtungen durchführen. Und ich wurde vom Olympiastützpunkt hieß das, glaube ich. Jugend trainiert für Olympia hießen die Dinger. So hieß es bei mir. Also. Das ist auch Mannschaftsmeisterschaften quasi, der Schulen dann, aber dann schon nicht der Grundschulen. Das ist dann ab 7. Klasse, ja. Nee, und jedenfalls wurde ich vom Olympiastützpunkt hier in Cottbus vorgeschlagen, dass ich auf die Sportschule sei. Ich weiß nicht, ob da irgendwer einer mal auf den Deckel gekriegt hat dafür. Und vielleicht im Nachhinein. Genau. Nee, die Geschichte nochmal erzählen muss, aber es war so 97, habe ich den Harting mal dann geschlagen, Robert Harting, vielleicht kennt den der eine oder andere, als Diskuswerfer. Im Weitsprung oder im Diskus? Hammerwerfen. Irgendwann haben die dann mal geschaut bei uns in der Trainingsgruppe, ob man Werfer ausbilden kann. Ja, ein bisschen Spezialisierung. Und da gab es wirklich 3, Robert Harting, Stefan Lukas und ich. Harting war immer viel zu gut, Stefan Lukas war immer viel zu schlecht. Und ich war so Mittelmaß. Ich habe dann immer mal einen rausgehauen, alles klar. Also es war bei jedem Wettkampf, ob das nun ein Maisportfest dort irgendwo war oder in Senftenberg oder was weiß ich, wo wir da überall dann geworfen haben, war immer die gleiche Verteilung. Aber eines Tages, 1997, es war ein sommerlicher Tag in Cottbus. Und ich habe da mal richtig einen rausgehauen. Und er hat, glaube ich, 2-mal ins Netz, 1-mal außerhalb des Sektors, 6 Versuche hast du. Und ihn hat auf Sicherheit gemacht und habe ich dann mit 37 Metern, paar 90, bin ich Brandenburger Landesmeister geworden. Und Robert Harting nur 2. So, jetzt habe ich die Geschichte doch erzählt. Ich wollte es nicht. Was war es denn jetzt? Diskus? Hammer. Oder Hammer? Hammer. Das war das, wo man sich im Kreis da drehen. Ja, Diskus dreht sich im Kreis. Aber Hammer, das ist so, wurde quasi ein Draht, hast mit einer Kugel vorne dran. Ja, ich glaube, da hat der Robert Harting, glaube ich, heute noch dran. Natürlich, deswegen hat er jetzt aufgehört. Vor lauter Wut, da sich das Trikot. Ja, so hat das angefangen. Nee, es war ungelogen so, dass, also gratuliert hat er mir nicht dazu. Und ich habe natürlich, hattest du noch ein T-Shirt gekriegt, wo dann erster Brandenburgische Landesmeisterschaften. Das hast du heute noch.
Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, ja, es passt mir auf alle Fälle nicht mehr, das ist richtig. Das spielt ja keine Rolle. Nee, ach, das war schon lustig. Ja, das ja, war schön. Das sind so Geschichten, sage ich mal, die sonst untergegangen wären und die heute beim Podcast... Die erzähle ich auch relativ selten. Die harte Geschichte. Umso nein, immer, jedes Mal, jede Gelegenheit nutze ich und erzähle ich die. 1997 das war wirklich was. Ja, ja, da habe ich die Urkunde und die Medaille habe ich noch zu Hause. Das schön. Weiß ich. Nee, wie war... Und dann, ja, und dann war halt Sportschulzeit. Irgendwann habe ich dann aufgehört, weil ich mich auch verletzt hatte, Hand gebrochen und eine kleine OP am Hals. Und dann bin ich irgendwann, oder habe ich dann gemerkt, als ich nicht mehr trainieren konnte, wie schön es auch ist, Freizeit zu haben. Ne? Auch mit Freunden ist da dann viel mal. Selbstdisziplin, ich muss mal dazu sagen. Naja, fahren. Also die Sportschule, diese Ganztagsschule, das ist schon alles clever gemacht. Man kümmert sich viel, das ist ein großartiges Konzept, ja. Wenn man Leistungssportler sein will und vorne mit dabei sein möchte, dann kann man das dort. Ich war aber immer dann irgendwo gesundes Mittelmaß. So, und mit Mittelmaß erreichst du im Einzelsport nichts. Ja, macht keinen Sinn. Wir haben dann auch Mannschaftswettkämpfe gehabt, zum Beispiel hier Jugend trainiert für Olympia oder deutsche Schülermannschaftsmeisterschaften mit der Sportschule. Na, da schickst du mal zu jeder Disziplin immer drei Leute, zwei davon kommen in die Wertung. Ich sag mal so, ich war nie in der Wertung. Ich war da, ich musste dann auch mal Diskus machen. Ich sag, nee, Freunde. Und dann hast du deine Schule beendet und dann habe ich noch ein schönes rausgegoogelt. Alles gut. Ja, also Abitur beendet und dann habe ich von dir was rausgegoogelt, wo ich nie im Leben drauf gekommen wäre, und zwar, du hast mal Theater gespielt. Ja. Und erstmal, wie kam es dazu? Zweitens, warum machst du es heute nicht mehr? Und drittens, gab es da auch ein paar schöne Geschichten zu. Also, ja, irgendwie hatte ich dieses, ich sag's mal, künstlerische immer in mir. Ich habe dann, als ich Fußball aufgehört habe, habe ich dann, als ich dritte Liga bei der SG Goes Garglo erfolgreich meine Karriere beendet habe, bin ich in Chor gewechselt, ja, in Kinder- und Jugendensemble Pfiffikus hier in Cottbus, weil meine Schwester da schon war. Und irgendwie, weiß ich nicht, hat es mich fasziniert oder keine Ahnung, ist ja noch nicht der übliche Werdegang. Hab dann wieder aufgehört, dann habe ich Leichtathletik gemacht und als ich dann gemerkt habe, das funktioniert nicht mehr, weil der Körper es einfach nicht mehr mitgemacht hat, nee, aber die Leistung auch einfach nicht gereicht hat, um das erfolgreich weiterzuführen, habe ich dann Kabarett gespielt, auch wieder in dem Kinder- und Jugendensemble, mit rummoderiert und Sketche und alles, es hat einfach Spaß gemacht. Ich lache auch gerne, ich bin ein positiver Mensch. Und wenn man dann noch schafft, andere zum Lachen zu bringen, dann ist es für mich einfach schön. Da gehe ich auch glücklich raus. Das hat ja im Endeffekt auch zu deiner Laufbahn gepasst. Ich sag mal, mit dem Radio hast du ja auch viele zum Lachen gebracht. Das war ja dann eigentlich ideal, kann man sagen, ne? Wenn du das da schon vielleicht ein bisschen geübt hast. Ja, also das war auf alle Fälle nicht verkehrt. Und dann habe ich hier in einem Studententheater angefangen zu spielen. Da war ich 17, also hatte damit noch nichts am Hut. Es war so, dass meine Mama damals Büroleiterin von Nachhilfefirma war. Und da hat sich dann irgendwann einer beworben und sagte, den Job habe ich leider nicht für sie, aber also ich spiele Theater, mein Kleiner, der würde auch machen. Und da habe ich da wirklich als 17-Jähriger zwischen 25 waren die. Das ist ja eine riesen Zeitspanne in dem Alter. Habe ich dann gesessen und dort mitgemacht. Die haben irgendwie gedacht, was will denn der mit uns alten Leuten hier irgendwie? Und 23 war, glaube ich, noch die Jüngsten, die da mit dabei waren. Und da habe ich dann in der Bühne 8, hieß das. Da habe ich lange Zeit dann Theater gespielt, dann nebenbei noch im Staatstheater, quasi als Kleindarsteller und Komparse. Und das war auch, das ist eine ganz andere Welt, total konträr zum Sport, klar. Aber das irgendwie, ich war noch nie einer, der sich immer in eine Richtung voll versteift hat. Und da im Staatstheater, man sieht immer nur die Bühne und den Zuschauerraum, aber was da so hinter den Kulissen alles abgeht, ist der blanke Wahnsinn. Also da verläufst du dich. Ich habe damals, als ich im Chor gesungen habe, haben wir dort Hänsel und Gretel aufgeführt. Also es war ein richtiges wie Musical vom Staatstheater und die verwunschenen Kinder waren immer Kinder vom Chor, Kinder und Jugendensemble Pfiffikus. Ich auch mit meinem Kumpel, wie hieß denn der? Christoph Schulze. Da haben wir immer dann die Lebkuchen von dem Haus geklaut. Die waren aber steinhart. Das war einfach nur Requisite. Aber wir hatten Hunger und dachten, und dann bist du aber in die Umkleidekabine gekommen und dann stand ein Korb, was sie vom Staatstheater haben wir gedacht, okay, dann können wir jetzt ja die Deko doch da lassen. Es war alles erst, das war cool und das war schön und das hat alles Spaß gemacht. Und irgendwann ist dann halt die Zeit, ja, da bin ich halt nach Potsdam gezogen 2010 wegen des Jobs beim Sender. Und dann hat das einfach nicht mehr Sinn gemacht, das Pendeln und Proben und sowas, dass ich das dann relativ schlagartig und abrupt quasi an Haken gehängt habe.
Also mich hat das ziemlich überrascht, wo ich dich gegoogelt habe. Ich weiß nicht, ob du das ab und zu die Bilder, die man dann bei Google bekommt, sind auf jeden Fall einige vom Theater dabei. Deswegen mussten wir das nochmal ansprechen. Aber ist mir nicht peinlich. Hat man gemerkt. Also scheint dir. Scheint schon eine halbe Stunde wieder gesabbelt über das Theater, war. Eine halbe Stunde nicht, wir liegen gut in der Zeit. So eine Sache, das Gefühl im Theater, das ist halt alles, ja, kann immer sagen, Selbstdarsteller oder was weiß ich, aber das sind Situationen, die schwierig sind und das geht man raus, das ist halt alles live, man kann es nicht rückgängig machen, so wie hier im Stadion, wenn du hier was Falsches sagst, hast du was Falsches gesagt und das ist im Theater dann genauso und ach, das, auch diese ganze Zusammengehörigkeit. Ja, mit so einer Theatergruppe, wenn er dann, ach, das war schon alles cool. Im Sport genauso. Ich ärgere mich auch oder ich finde es schade, dass ich das nie weiter verfolgt habe. Ja, Leichtathletik nicht, weil du da so ein bisschen Einzelkämpfer bist, wenn du gerade nicht Mannschaftsmeisterschaften hast. nee. Warte, hier, dann nimm das, ist ein frischer Becher. Ja, Kaffee ist hier Mangelware. Aber so diese Vereinsgeschichten, wo Mannschaften mit dabei sind und das ist ja nicht nur Sport, sondern halt auch Theatergruppen und Feuerwehr oder solche Sachen. Das war halt in meinem Leben. Die Gemeinschaft. Ja, zusammen und Spaß haben und trotzdem was Gutes tun und nicht irgendwie dumm vor der Blaze sitzen, sage ich jetzt mal. Ne? Und du bist ja dann auch ein bisschen wieder zum Theater zurückgekommen, auch wenn du jetzt die Stirn falten bei dir sehe. Und zwar durftest du 50 Jahre Energie zusammen mit der Jessie Wellmer zusammen moderieren? Stimmt nicht? Nein? Die hat alleine moderiert. Ich durfte in der ersten Reihe sitzen und ich durfte eine Laudatio halten. Ja, ich habe nicht eine Laudatio gehalten, sondern ich habe quasi Energie zur 75-Jahr-Feier dann. Haben wir ein bisschen nach vorne geguckt, wie unser Stadion aussieht. Das haben wir jetzt zusammen mit Lars Töffling, dem damaligen Pressesprecher, da haben wir Rendo noch auf alt gemacht und so, was die dann für Funktionen haben und solche. Auf jeden Fall habe ich dich gesehen, sagen wir es mal so rum. Aber also mich hat es total geärgert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Nico, aber ich möchte dich auch nochmal fragen. Ärgert dich, dass wenn du 50 Jahre Energie, wir haben jetzt in der Stunde 15 mitbekommen, dass du Energie lebst, genau wie wir auch, dass du Feuer und Flamme bist. Und dann macht jemand 50 Jahre Energie, jemand, der mit Energie eigentlich gar nichts am Hut hat, außer ihren Job, dass er manchmal für den RBB über Energie was bringt oder moderiert oder irgendwas sagt. Also wie gesagt, es geht jetzt um Jessie Wellmer, obwohl der Frau gar nichts Böses tun will. Aber ärgert das nicht einen, dass man nicht selber das moderiert hat? Also ich hätte es gern gemacht. Klar, damals war Wolfgang Neubert Präsident zu dem Zeitpunkt. Der hat auch gefragt. Wir haben das auch schon mal beim Bierchen bei einer Weihnachtsfeier mal klingen lassen, wie wir uns das vorstellen. Dann ist es aber so, dass natürlich im Staatstheater ja auch die Kapazitäten endlich sind. Ne? Da passen dann 600 Leute rein, dann musst du die Offiziellen, dann haben wir von den Fanclubs noch ein paar eingeladen, was sicherlich vielleicht auch ein bisschen wenig ist. Vielleicht hätte man es in den Messehallen gemacht, vielleicht für mehr Leute, keine Ahnung. Das ist jetzt aber nur mal nebenbei. So, dass wir trotzdem überlegt haben, wie können wir das für den Fan greifbar machen. Also für dich ja auch. Du hast es ja dann augenscheinlich gesehen. So. Und das war halt so, dass es auf YouTube, ja, über den RBB. So. Und dass der RBB natürlich nichts über seine Seite streamt, wo dann ein BB-Radiomoderator dort durchs Programm führt. Und damit ist die Frage beantwortet. Nein, also es ist völlig normal. Da ist so kein böses Blut irgendwie geflossen. Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht mit dem. Das ist eine rein politische Entscheidung. Und sie hat es gemacht. Sie ist jetzt auch bei der Sportschau unterwegs. Also jetzt mittlerweile auch ein bekanntes Gesicht. Erst seitdem sie 50 Jahre alt ist. wer weiß, wo du heute wärst, wenn du das moderiert hättest. Nee, ich bin zufrieden hier. Bei der Sportschau. Ja, nee. Also das war dann auch völlig okay. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Nö, deswegen wollte ich dich auch die Frage stellen war ja lassen. Weil drei Stunden war dann die Verleihung, aber das war eine coole Sache eigentlich. Aber der Sketch klang cool. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber mit 75 Jahre Energie. Also die Idee ist auf jeden Fall super. Ja, ich habe es nicht gesehen, aber stelle ich mir lustig vor. Das kursiert bestimmt irgendwo im Netz. Wir müssen mal suchen. Nee. Nee, alles ist keine Ahnung, habe ich nicht geguckt, ehrlich gesagt. Also ich fand's schön, aber ich fand es ein bisschen überkandidelt, da will ich ehrlich sein. Weil einmal, wie du schon sagst, das Staatstheater ist eine schöne Kulisse, aber wie gesagt, es war limitiert. Und ich will auch sagen,
Es sind ja auch nicht alle, es gab, glaube ich, auch zum Schluss ein bisschen Knatsch. Ihr hättet doch den noch einladen können und den hättet ihr noch einladen können. Du kannst natürlich nicht allen recht machen, um Gottes Willen. Das will ich. Da wären vielleicht die Messer dann besser gewesen, aber es ist alles eine Kostenfrage. Ja, aber und auch den da Rahmen ist es ja irgendwann gedeckelt. Ja, ja? Ob du nun 600 Leute einlädst oder 6.000, weil 16.000 fühlt sich dann irgendeiner, der eine Einladung nicht gekriegt hat, dann auch wieder, mich habt. Ja, naja, ist so. Das ist halt schwierig. Ja, das stimmt. Und umso besser, dass es damals dann gestreamt worden ist durch den RBB. Gut, mit dem Hintergrund vom BB-Radio habe ich natürlich nicht gecheckt. Die Frage natürlich nicht gestellt. Nicht so alles gut. Das muss ich dazu sagen. Du machst aber nebenbei, die Frage habe ich jetzt nicht, die ist auch nicht abgesprochen, aber du machst nebenbei auch noch andere Moderationen. Also du bist nicht nur in Cottbus unterwegs, sondern du bist auch für andere Events. Ja. Was machst du da zum Beispiel? Haben wir so viel Zeit? Nee, um Gottes Willen. Naja, dadurch, dass ich in Potsdam gewohnt habe, wie gesagt, hat man dann immer so ein bisschen, guckst du dich ein bisschen um, was da im Sport geschehen ist. Ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ich habe sehr viele Freunde, die im Sport unterwegs sind, aktiv, aber auch koordinativ im Hintergrund, ob nun beim SC Potsdam oder im Wasserball oder also was man sich da alles angucken kann, das ist ja ganz wild und cool. Oder Kanusport ist ja dort auch ganz, ganz weit vorne mit dabei. Dass ich dann irgendwann zum Damenvolleyball gekommen bin. Also da hat mich ein Kumpel irgendwann mal gefragt, du, wir haben hier ein Knallerspiel gegen Köpenick, das ist so ein Derby letztendlich in der ersten Volleyball-Bundesliga der Frauen. Willst du nicht mal machen? Ich sage, du Eugen, ich habe keinen Plan. Eugen ist der Teammanager von den Mädels da. Ich habe keinen Plan, weil ich dachte, ja, ich setze hier einen an der Seite, der macht sowieso immer Musik und der hat ein bisschen Ahnung. Ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwas gesagt habe, was hat der gezeigt? Ja, das hat der gezeigt. Und nein, ist ja ganz klar, hat er so gezeigt. Und dann habe ich das Spiel gemacht. Das war das schnellste Spiel, wahrscheinlich das schnellste Volleyballspiel aller Zeiten. Das waren 53 Minuten vorbei. Also hat er immer drei Gewinnsätze und die haben gegen Köpenick gespielt und die einfach nur niedergemacht. Und puff, 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 puff. Dann hat er gesagt, hier, okay, willst du es weitermachen? Weil die Stimmung war genial. Wenn da so 1.800, 1.900 Leute in der MBS-Arena in Potsdam da hinten am Lufthafen sind, das ist genial. Ne? Und habe gesagt, ja, du, hat Spaß gemacht, war cool. Zeitlicher Aufwand hält sich auch in Grenzen, machen wir mal. Aber dass dann irgendwie so ein Volleyballspiel noch in Tiebreak gehen kann, was dann bis zu zweieinhalb oder zwei oder dreiviertel Stunde geht, das hat man mir vorenthalten. Nee, also da bin ich auf alle Fälle noch mit dabei. Und dann gibt es diverse andere Veranstaltungen. Wenn da mal eine Anfrage kommt, irgendwas zu moderieren und das passt halbwegs, sage ich mal, dann mache ich das schon. Ich glaube, du hast ein Hallenturnier kommentiert, oder einen Tag, nachdem du mich damals nach Hause gefahren hast. Kann das sein, wo Cottbus auch parallel gespielt hat? Ja, ach so, das war AOK Turbine Hallencup, glaube ich, ne? In der MBS-Arena, genau. Ja, das habe ich zweimal. Frauenfußball habe ich immer gedacht, da nehme ich jetzt Abstand von. Aber als ich die dann mal in der Halle, da nehme ich Abstand von, da war ein bisschen mit Vorurteilen. Aber Hallenfußball, Frauenfußball ist super. Das geht ratzfatz so schnell. Tolles Turnier, was sie dort machen, hochkarätig besetzt mit Frauen. Sparta Prag, Celtic Glasgow und wie sie alle heißen, es ist schon, war echt cool. Da waren leider terminliche Koordinationsschwierigkeiten, dass ich hier nicht konnte. Was dann wirklich dann die anderthalb Stunden, die man dann dort sitzt oder nicht hier im Stadion sein kann, wo du denkst, was passiert? Und hoffentlich klappt alles. Wenn die jetzt 5 Tore schießen, dann hättest du selber mal richtig gefreut und solche Sachen. Ne? Aber so ist es manchmal, ja. Weiß auch leider nicht mehr, gegen wen das war, gegen wen Cottbus da. Ich glaube, Wien-Wiesbaden war das, als wir Wien-Wiesbaden hier hatten. Das kann sein, weiß ich nicht. Frank, du weißt es besser. Ich weiß nicht besser, aber du hast auf jeden Fall alles richtig gemacht, weil wir haben nämlich... Es war übrigens Wien-Wiesbaden, weil davor, 2 Tage vorher war noch Volleyball in der MBS-Arena und die haben gegen Wiesbaden gespielt und ich habe aber gesagt, nächstes Heimspiel gegen Wien-Wiesbaden. Haben alle schon gemerkt, okay, da war ein bisschen Cottbus im Kopf. Da war ein bisschen dritte Liga Fußball. Nein, aber auch andere... Weil du sagst, Volleyball, Frauenvolleyball, ist doch ein harter Sport, oder? Also Volleyball an sich finde ich schon einen harten Sport, aber ich glaube, die Frauen schenken... Also harter Sport? Wie? Also inwieweit? Also das ist ja nun ein Sport mit wenig Körperkontakt, im Vergleich zu Handball oder Eishockey. Die Schmetterbälle abzuwehren, zu hauen, dann haben die das ist Hand krass. Ja. Also ist ja, also Volleyball finde ich... Also ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ich mal interessiert war an Mannschaftssport und habe dann den Kollegen, der quasi die Musik macht beim Volleyball, der ist selber Volleyballer und hat oder spielte in Werder. Und dann haben die irgendwann mal über Facebook dann Mitspieler gesucht und habe ich gesagt, ach komm, Volleyball fällst du auch in der Schule, hast du auch mal eine Einzige, kriegst dann irgendwie pritschen und backern und hier mal 3 Aufschläge rüber. Und dann war ich dort und die haben wirklich auch keine Rücksicht genommen. Die haben alle Aufschläge auf mich
Und ich hatte wirklich der Unterarm. Das ist wie bei Fußball. Ich war immer das Opfer dann irgendwie. Immer, komm, wir müssen auf den, da kriegen wir Punkte. Und ich habe die an Unterarm quasi gekriegt. Ja, wenn du dann willst ja baggernd annehmen irgendwie. Die sind versprungen da rechts und links. Ich hatte nächsten Tag, ich hatte blaue Unterarme. Wirklich ungelogen. Die kommen mit einer Wucht dahin. Ich weiß nicht, der Trainer von denen hat sich nie wieder bei mir gemeldet. Also auch diesen Sport habe ich erfolglos quasi abgearbeitet. Also wenn er den Podcast hört, melde dich, Benjamin. Ja. Nee, aber ich glaube, dass der ist auch nicht mehr. Ich glaube, Frank, was du vielleicht meintest, ich glaube, die Intensivität ist vielleicht ein bisschen anders als beim Fußball, weil beim Fußball kannst du dich jetzt mal, sag ich mal, kurz mal ausruhen, wenn der Ball im Aus ist. Ja, es ist ein harter Sport, absolut. Es ist schon anstrengend, das kann man sich immer nicht vorstellen. Aber ich meine jetzt vom Körper betonen ist es natürlich ein bisschen entspannter, aber das ist schon auch ein Sport. Also es ist nicht so, dass die Mädels danach noch sagen, ach komm, jetzt gehen wir mal noch irgendwo dahin und jetzt gehen wir erstmal 10 Kilometer laufen, damit wir uns bewegt haben, um Gottes Willen. Aber es ist ein schöner Sport, es ist ein ästhetischer Sport, auch was das alles drum angeht. Fußball und Volleyball unterscheiden sich da auch sehr, weil im Volleyball alles, da ist alles nach Normen. Das ist, du musst 17 Minuten vorher, musst du einen Münzwurf machen, wer von wo aufschlägt. Also es ist alles sehr, sehr durchstrukturiert. Das ist am Spieltag hier, ich sage mal, entspannter, weil du weißt, die kommen 2 Minuten vorher oder 1 Minute vorher aus dem Tunnel raus, damit pünktlich 13 Uhr angepfiffen werden kann oder 14 Uhr. Ja, Frank, haben wir noch was? Also jetzt, ich staune ehrlich gesagt, dass wir jetzt fast anderthalb Stunden schon geredet haben. Also 1 Stunde 24 Minuten, sagt die Aufnahme. Vielleicht sind ja noch welche wach, schönen guten Tag. Ja, wer auch immer jetzt noch zuhört, ja, danke schön und also Benni, danke auf jeden Fall erstmal. Ich weiß nicht, Frank, wollen wir es jetzt in das Ende einleiten? Hast du noch was? Weil Zwickau ist ja auch noch heute, das muss man dazu sagen. Wir werden es wahrscheinlich nicht heute hochladen, aber wir müssen alle drei noch nach Zwickau. Aber gut, da haben wir ja noch Zeit. Also wir könnten jetzt noch rein theoretisch eine Stunde machen, Frank. Aber ich glaube, wir haben fast alles abgehakt, was wir uns vorher vorgenommen haben. Ja, auf jeden Fall. Das war es eigentlich auch schon von uns. Wir sagen Dankeschön. Ja, danke, gerne, Benni, dass sehr du für uns die Zeit hattest, mit uns nicht nur über Fußball zu reden, sondern auch über 1000 andere Dinge. Wir haben sehr viel wahnsinnig interessante Geschichten gefunden und beziehungsweise auch neu erfahren, zum Beispiel, dass er Robert Harting mal geschlagen hat. Wer hätte das gedacht? Ihr könnt weiterhin du zu mir sagen. oder bei Gagler auch mal eine erfolglose Fußballerkarriere hatte. Ja. Also Wahnsinn. Also wenn wir das auf Facebook ankündigen, schreibe ich auf jeden Fall rein, wenn ihr wissen wollt, dass unser Stadionsprecher einen Weltmeister in seiner Sportart besiegt hat, dann schaltet ein und ich glaube, und dann bleiben sie auf jeden Fall dran. Ja, danke Benni. Falls du noch abschließende Worte hast, immer los. Vielleicht auch noch eine Prognose, wie geht's aus? Ach so, wie es heute ausgeht. Ach, ich hoffe einfach, dass wir gewinnen. 3 Punkte sind wichtig. Der Abschiedskampf da unten, das ist alles eng. 8 Mannschaften sind mittendrin. Letztendlich, wenn du es so willst, 4 werden absteigen. Ich hoffe, dass wir über dem Strich stehen. Ob es mit einem Punkt ist, ob es mit einem Tor ist, ist mir egal. Lasst uns das alle zusammen anpacken und nach vorne arbeiten. 3. Liga auch in der nächsten Saison. Könntest du so ein Herzschlagfinale gegen Aalen, ist ja das letzte Heimspiel hier in 2-3 Wochen. Da hat der Pele Wolz hat bis dahin, will er ja alles klar gemacht haben. Ich hoffe, mit dem Aalen-Spiel. Bist du bereit für so ein Herzschlagspiel wie vor 3 Jahren gegen Mainz? Zu allen Herzschlagspielen dabei, gerade wenn du, muss ja nicht endgültig sein nach allen, wie es dann ausgeht, ob du dann noch weiter um den Klassenerhalt spielst oder nicht, das ist ja alles sehr, sehr offen. Ich hoffe, dass wir es vorher schaffen, logisch, aber so ein großes Finale, Grande hier im Stadion der Freundschaft mit 17.000 ist ja auch schön. Ja, aber dadurch, dass wir das vorhin nochmal alles aufgewühlt haben, ich werde jetzt schon, ja, ja. Ich zitter schon, wenn ich nur dran denke. Es wäre schön, wenn wir es so schnell wie möglich schaffen. Verfolgen wir einen Plan, dass wir so schnell wie möglich die Punkte hinkriegen und lieber so als dann in Braunschweig oder hier zu Hause gegen Aalen. Dann lieber das letzte Spiel hier sicher haben und vorher schon feiern. So. Gut. Alles klar. Ja, dann vielen Dank und ja. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Na klar.